Nee, ich habe letztens mit Nee, der okay. ich habe letztens mit der Z52 wieder abgeliefert. Habe ich eigentlich Signale entfernt von meiner Kurfürst? Ja, du Kurfürst, du bist doch. Die Kurfürst ist immer noch besser als die Schliefen. Oh, das ist eine gewagte These. Ich finde die Kurfürst besser als die Schliefen. Also wenn ich mit der Kurfürst schieße, dann kommt entweder mit der Stiefen. Mit der Preußen, Alter! Es gibt zu viele deutsche Zehner-BBs. Nee, die Schliefen ist eigentlich nur stark wegen ihrer Sekundär. Ich finde Nur gegen die ganzen extrem von der Schlieffe, weil die diese Kreuzerstreuung haben. Du fliegst ja gleich 4 Kilometer weit, wenn du nochmal auf mein Essen springst. Also, ich kite auf A. Ja, ich bin gleich mit dabei. Ei, ich kite So. mit. Problem am Kurfürst, zwei Sachen. Er brennt, so wie ich es immer mitbekomme, extrem gerne. Also ich zünde ihn. Ich kann so sagen, ich fahre viel BBs, ne? Und Und Yoshi, die hör auf Streuung. damit! Und die Streuung ist einfach nur Geht! scheiße vom. Ich habe nur 19 Kilometer auf der Kurfürst, ja? Ja, Nee, der Kurfürst hat also ich freue mich aber immer, wenn ich gegen die kämpfe, weil Also, dann die heile ich Kurfürst, auch. es kommt nur so vor, dass sie öfters brennt, weil die ist ein bisschen breiter als die anderen BBs, ne? Aber sie. Deutsche brennen extremst gerne. Also, ich brenne genauso oft mit einer Montana als mit einer Kurfürst. Okay, Shimakaze, vorsichtig. Ja, ich schieße aber noch nicht drauf, macht keinen Sinn, sonst Also, sehe ich auch. das Einzige, ich könnte Hilfe entweder bei der Mainz dann oder bei der Schulze brauchen, weil die Schulze ist auch krass. Schulz? Jawohl. Schulz? Die Schulze kann mich rausholen. Alter, viele können die Schulz nicht mal ansatzweise spielen. So. Schatz, unsere Karga sich um die Schlimmer kümmert. Das ist ein leichteres Ziel Achtung. als Hindenburg und Roma. Also jetzt schon den Kite. Drin ist schon mal nichts. Das Nee, ist schon Shiva mal. ist auch abgehauen. Konnte die Roma gerade unsichtbar schießen? Ja. Ja. Die Hindenburg auch. Was hast du gesagt? Bei was brauchtest du Hilfe? Bei Mainz. Ofenpuddel? Mainz wäre nicht schlecht, weil die halt alle 6 Sekunden, das könnte auch wehtun, wenn ich aufgehe. Aber bis jetzt ist ja kein Schiff dabei, was mich aufmachen könnte. Komm schon, RNG, dasselbe wie bei der Moskwa. Ja, nur einmal getroffen, die Mainz. Oh, die Roma fährt nicht breit, oder? Doch, und siehst du, Schulz hat schon mal Jebumu rausgenommen. Mit dem Und ich. Torpedo. What the fuck? Hat mich gerade getroffen! Ey, ich darf diesen Breitseitenhannes nicht bestrafen in der Roma, ne? Sie brennt mal. Doppelzieht auf Mainz. Den Ja, Rest schön. müsstest du auch mit der Z52 schaffen. Ja, ich muss das erstmal. Ich warte jetzt erstmal ganz kurz. Ah, ich bin Ziffer. tot. Wieso denn? Ich hatte vorhin Doppelbrand. Die sind nicht Ja. scharf geworden! Die sind nicht scharf geworden! Bleib doch mal locker, du bist jetzt im GK, so schnell bist du nicht tot, nicht durch den Chakalov. Ey, hätte ich jetzt Doppelwassereinbruch gehabt, ich wäre tot gewesen. Hast du Hydro? Hydro läuft. Torpedos von hinten, Achtung, Shima-Torps. Ja und? Ich habe eher Schiss mehr von der. Bleib da stehen! Kannst du auf die Mainz schießen? Mainz hat noch einen Torp geschluckt. Ey, ich mach bei der Roma keine Citadelle. Das ist geil, oder? Mainz hol ich jetzt raus. Ja, Roma brennt. Oh,
mal dick gefressen von mir. 11.000 mit zwei Salben. Ich darf der Roman nicht bestrafen. Ey, das ist geil gewesen, wo er so breit rumkam, ne? Roman hat gelöscht. Sehr schön, Menos. Roma ja, brennt Roma wieder. Brennt auch wieder. Ja, wir haben es gerade gleichzeitig gesagt. Aber ja. Vorsicht vor Hindenburg. Hab ich keine Angst. Achtung, Shimas zu uns auf dem Weg. Ich bin spotted. Ja. Unterschätzt niemals Zoltipin to Q First. Denn die tut weh. Das war eine Doppelzieher. Wer sagt, dass die Kurve scheiße ist? Also, er hat seine Momente. Bisschen mehr Secondary-Reichweite wäre geil. Achtung, Shima. Ja, krieg. Meine Hydro hält noch 1,22. Ich kann meine Hydro gleich anmachen. Dann. Achtung, hinten ja. Im Top. Ja. Oder mit meiner ganzen Salve mit. Schade. Hat die ganze Salve mitgenommen, aber hat ein bisschen was überlebt. Oh, ich liebe die Kufe. Sie ist einfach so ein Bollwerk. Shima ist, glaube ich, ein Nebel, oder? Shima hat kein Nebel gezogen. Schatz, unsere Harugumo, die ihr bekämpft, oder? 37 Sekunden noch. Ich bremse komplett ab. Ja, scheiß Harugumo und unser Team, oder? Eve, da kommen nochmal Torps. Ja, ich seh's. Danke. Ja. Ja. Kriegst du die Shima irgendwie auf? Ja, ich versuch's. Die Sache ist, die wird jetzt hier hinter der Insel sein. Ich bin noch offen. Ich bin von einer noch gespottet. Auch sollte ich den hinterm Torpedo hätte ich auch gern mitnehmen können. Nein, ich bin froh, dass ich nur einen mitgenommen habe, aber so Harugumo könnte mal wenigstens helfen. Ich weiß nicht, wo sie ist, also ich bin... Die müsste hier in dem Bereich sein, ich bin offen. Ja, die ist auch dort, mein RPF zeigt dahin. Hab jetzt keine Hydro mehr. Rindbock, hast du? Ja, ich mach. Wie die Montana einfach abhaut zu einer Kartenradseite, ne? Ja, Shimas hier oben. Ja. Ja, wie gesagt, beziehungsweise mein RPF ist jetzt ein anderes Ziel. Ja, unsere Harugumo könnte mal was machen. Er ist immer noch full life. Aber zum Glück kann er nicht gut torpen, ne? Die falsche Yoshino ist echt ein Feigling, ne? So. Montana. Das war eine Scheißrunde. Ja. Ging. Sind ja nur geflohen. Ja. Da kommen wir gleich nochmal, weil das kann ich nicht so stehen lassen. Mann. Sports Wolzen Sieg, also komme ich jetzt mit dem, wo Eve denkt, dass ich das ist mein bestes Schiff ist. Könnte ich ihn da noch mal ihr haben. Könnt schon mal starten, dann ich bin sofort da. Ja, aber ihr könnt schon mal starten. Ja, ja, ich muss jetzt mal ein Schiff suchen. Ah, reicht nicht, ja. Warte mal. Oh Mann, ich könnte. Okay. Das könnte echt böse werden, glaube ich. Ja, Kapitän ist drauf. Signale werden entfernt. Das ist meine Pflanze, wird schon noch gießen. Ja, da musst du aber spotten.
Was? Ich hab Nebel. Ich will mich in deiner Insel verstecken. Ich bin Austin. In klein. Die Schabarovs sind eigentlich das Beste. Die Schabarovs und die Dani sind eigentlich die besten Spotter, weil einfach jeder auf sie schießt und die so wendig sind. Delny ist einfach nur der letzte Dreck. Delny geht. Durch den einen Turm weniger, die 10 Kilometer-Turms hat ja halt eine andere Spielweise. Aber schön, dass Superschiffe dabei sind. Und so ein Analpolis. Wo fahren wir hin? C? Nee, um Gottes Willen. C sollen die da oben klären. BA. Gut. C müssen andere machen. Das Einzige, was mich hier aufregt, ist die Naschikopf, ey. So ein. Dass sie nicht richtig genervt wird, wundert mich. Nakimov, ja. Okay, wenn ich sie fahre, 12k Durchschnittsschaden, ist jetzt nicht gut für das Ding. Nee. Du willst auch nicht wissen, was das war. Erstens ein Clan, ne, mit einem Flugzeugträger, zwei Yamatos und drei schicke Shibas. Yay! Das ist so unfair, wie diese ganze Staffel angreift. Du kannst nichts runterschießen. Alter, ich habe defensives Flakfeuer und nicht einen Flieger runtergeholt. Ein. Ach doch, auch ein. Schnell B einnehmen und danach einfach Ja, zu A. schnell. Aber die zieht sich schon zurück, guck das mal an. Die ziehen sich nicht zurück. Die werden C pushen. So. Deswegen lass uns schnell die Scheiße hier einnehmen und dann ist gut. Oder die war schon komplett A. A werden die beiden. Werden beiden DD. Wo sind denn die DDs von denen? C. So. Okay, Vorsicht vor Venezia. Totti, Ja? lass uns zu C fahren, die Schimas müssen weg. Jo. Die Hilfe mit C. Wir fahren jetzt mal erstmal dahin. Weil ich natürlich in Venezia nicht viel machen können. Die nebelt sich gerade. Auch alles immer zu ist vom Gegner, ne? Ja, ist normal. Ich mach mal ein bisschen Slava-Ärger, ne? Ja, sei vorsichtig, wenn du jetzt hier vorfährst wegen. Torpedos? Ja, gesehen. Ich will erst wissen, wo die Venezia ist. Also ich sehe den Nebel zwar, aber ich will wissen, wo die hinguckt. Da schieße ich auf die Slava nicht. Ich treffe die Slava nicht und die fährt vollkommen breit. Jetzt. Achtung, Top von Venezia. Ja. So, ich hätte jetzt mal das Lava. Stehen ihre Pommern und bringt sie einfach rum. Ja, das ist gut für uns. Ja.
Junge, einfach diese Feuerrate, ne? Das Lava brennt. Brennt nochmal. Achtung, TV kommt. Ja. Da ist die Shima. Jo. Oh, scheiße, jetzt spottet nichts mehr meine Slava. Oh, Slava ist wieder offen. Wie die versucht mich die ganze Zeit rauszutorpen. Ich helfe da so gut wie bei Schimmer, wie ich kann. Ja, alles gut. Ich sag ja, diese Feuerrate? Was willst du dagegen machen, ne? Achtung, Torps. Ja. Oh, einen nehme ich mit. Noch nicht? Hast du den Torp gesehen? Alter. Der war knapp. Statt unsere BBs mal was machen, oder? Solange wir gewinnen, ist mir das eigentlich egal. Ach nee, da ist der Venezia. Nee, da fahre ich nicht hin. Ich glaube, die Nachrikov müsste immer noch hinterm Berg stehen, oder? Ja. Die Slava, kommst du an der Slava dran, Hindenburg? Nee. Scheiße. Also komme ich schon, aber bis ich meine Geschütze drehe, ist mein Flieger weg. Achso. Also okay, Slava hat sich erledigt. Perfekt. Dann kann ich jetzt wenigstens rumdackern, dackern. Die Venezia interessiert sich null für uns. Yo, wie schnell schießt denn der? Hast du schon mal gesehen, wie schnell ich schieße? Ja, bist du um die Idee. Wir kriegen Besuch vom CV. Ich weiß. Was ist denn bei dem denn los? Ich weiß nicht. Ich habe nur gefragt, ob er Klingonisch spricht. Vielleicht hält er sich auch wegen mir.
Musashi hat einen Brand gelöscht. Was? Nein! Nein, oder? Ich habe keine Deto-Flagge drauf gehabt. Aber unsere PPs machen auch nichts in der Runde, ne? Ihr seid zweit. Oh nein! Ist klar! Die Shima Kase macht so viel Geschützschaden. Ach scheiße. Kannst nichts machen, unsere BBs sind nur hinten. Und die Torps hast du doch schon ewig gesehen. Ich konnte nicht mal abdrehen, die Musashi hatten auf mich du geschossen. Hast du auch. Ja, guck mal an, von vorne kamen die ganzen Torps, ich konnte nicht abdrehen. Also ich, die Deto, ich hätte ihn ohne Probleme jetzt rausgetorpt. Ja, guck mal an, wo ganz rund unsere BBs stehen, statt sie mal supporten, nein. Wir haben voll lange den CV abgelenkt, ey. Und die kommen nicht nach vorne. Und die ziehen sich alle von der Conquera zurück? Aber wie schnell kann die Nashikov bitte schön beschleunigen? Ich habe gedacht, das wurde von allen CVs genervt. Aber halt ohne BB-Support kannst du nichts machen als CD, ne? Aber der CV hat bis jetzt auch keine Flieger so richtig verloren, oder? Sind ja immer noch volle Staffeln. Kriegst doch von der Nakimov. Ja, die verliert kaum Staffeln. Also da musst du schon richtig behindert spielen. Und unserer braucht 1000 Minuten für einen Conquera, ne? Kriegt er nicht mal beschädigt. Ey, alter Schwede, hatten die ein Glück. Aber unser Team macht auch nur Scheiße, ne? Ja, ich bock, ich hab gerade auch ein bisschen Mist gemacht. Ja, aber guck doch mal an. Unsere BBs die ganze Zeit nur hinten. Alles irgendwie in der Mitte von unser Team. Und eine Conquera vernichtet eine komplette Flanke von uns. Alter, die Musashi-AP hat echt gesessen. Bei mir hat mein halbes Schiff abgezogen, ey. Ey, verliert unser CV gerade gegen der Conquera? Komm schon. Deine Hindenburg kann das. Ey, eine Conquera macht echt unser Team zu schaffen, ne? Naja. War mir schon klar, dass das jetzt hier so eine Kackrunde wird. Hm. Wo ich jetzt die Deto gefressen hab. Boah, alles. Ja, aber konntest du auch nichts jetzt machen, außer es mitgenommen. Aber guck mal an, unsere BB supporten null. Die supporten ja wirklich null. Ah, fuck. Ja, Napoleon, ich hab von dir nicht einmal ein Radar gesehen in der Runde. Oder mal Support. Wenn da keine DDs sind. Oder mal Support von ihnen, oder? Na, bei ihnen in der Nähe war ganz Zeit eine Venezia. Ja, das war eine Kackrunde von mir. Die war ganz schlecht. Ja. Also die letzten zwei Zeta-Runden waren echt beschissen. Aber unser CV ist auch nicht der Beste. Guck das mal an.
Ich bin raus, geht auch raus, wir haben es verloren. Ja. Allein guck mal unser CV an. Der schafft es nicht, eine Conquera klein zu kriegen. Die ganze Runde schon anfliegt. Du, eine Conquera hat auch super hier. Sorti, was willst du da machen? Ja, und ich habe auf der keine Deto-Flagge drauf. Einmal frei. Ja gut, dann wirst du hier explodiert. Ey, aber man muss es auch fast nicht Full Life, wo du explodiert bist? Nein, du kriegst Full Life keine Deto. Ich hatte drei Viertel Life. Das hat mir einfach jetzt dann das Hinnicky gebrochen. Oh, Alter, der hat auch Glück gehabt, der CV, deswegen, ey. Weil ich hätte ihn jetzt dann ohne Probleme rausgetorbt, aber... Wollte ich ja auch machen, ne? Raustorben und rausschießen, aber dieser Fokus dann von der Musashi noch hinzu, der Shima. Ich hätte auch nicht gedacht, dass in dem Moment die Shima da auftaucht. Und so ein Torbteppich aus dem CV und Shima kannst leider nicht ausweichen. Da haben die in dem Moment gut gemacht. So, was muss ich eigentlich noch für die Werft erledigen? 19.000 Base-EP. Oh, 19.000 Base-EP. Obwohl ich es halt auch lächerlich finde, dass du im CV auch keine Deto machen kannst, weil die Flieger werden mit was beladen? Mit Blumen? Mit Wasser. Was spielen wir? Welche Stufe? Ja, das ist eine ausgezeichnete Frage. Ich bin jetzt gerade ein bisschen geschockt. Ich weiß. Aus, na, ich hätte Lust auf 9er, aber es ist halt eine undankbare Stufe. Ja, dann machen wir 9er. Nicht so undankbar wie T7 da immer ist. T7 ist geil, Tier 9 ist undankbar. Dabei finde ich das mit den Superschiffen nicht mal so schlimm, wie viele schreiben. Nur halt, wie die aufmachen. Ich verdiene zu wenig Credits mit Superschiffen. Ist richtig. Ja. WG gibt nach. Ich sag, in ein, zwei Monaten wird das nochmal angepasst. Ja. Sollen sie noch teurer machen, bitte? Nein, noch billiger. Die wurden doch jetzt billiger gemacht. Die müssen sie teurer machen. Werden sie nicht. Ja. Aus dem Grund, weil dann rumgeheult wird. Es wird auch rum. Soll doch nicht jeder fahren. Wie gesagt, lass die Superschiffe ruhig. Ich meine, ich fahre meins gerne. Ich kann es mir leisten. Ich habe keins. Ich kann es mir, wie gesagt, leisten, Superschiff halt einfach mal Kacke zu fahren, aber lass einfach 2 Millionen kosten, der Reparatur. Ich habe ja, 330 Millionen rumliegen, aber kein Superschiff. Weil es mich erstens aufregt, ne? Toll, jetzt muss ich meinen 21-Kapitän auf ein Superschiff tun, dann brauche ich doch wieder ein Schiff, was ich sonst fahre. Das regt mich auf. Ich hab da Annapolis und die. Will ich mir auch am Überlegen zu holen. United States. Jawohl. Ich glaube, ich hole mir die Annapolis oder Conde. Beides sind schöne Schiffe. Ganz kurz, Riga hat Radar, gell? Ja. Ja, okay, gut zu wissen, ja. Ich habe HE. Ich habe nur AP. Friesland weiß ich nicht. Nee, Friesland hat kein Radar. Die hat aber Hydro, also wenn die Friesland Radar hat, mit den Torpedos dazu. Die Friesland ist stark. Ja. Und Leoba auch. Ich sag nur, ne, TK-Divi, ne? Ich hab sie mit einer Friesland weggetrieben. Ich hab geschrieben, ich hab 23 Kilometer Torf mit 133 Knoten. Die sind vor mir geflohen wie sonst was. Wo wollen wir hin? Also ich fahr Richtung D. Richtung B? Ne, Richtung D, Dora. D wie Dovi. Oh, Neptun ist so ein schönes Schiff. Habe ich irgendwie mehr gemacht als die Mino. Ja, Neptun macht Spaß. Also ich habe sie jetzt erst ganz frisch, aber... Allein meine erste Neptun-Runde damals mit 19,1 Kilometer Reichweite. Fidschi ist halt auch... Fidschi hat mir richtig Spaß gemacht und die behalte ich auch. Fidschi ist richtig geil. Fidschi ist ein richtig böses Schiff. Ich würde eh sagen, behalt jedes Schiff. Nee.
Winter. Kein Geld dafür. Ja, Winter, kein Geld mehr dafür. Es lohnt sich aber im Winter. Weihnachten und so. Einfach nur, nein. Stahl abfarmen, Kohle abfarmen. Ja. Ich habe 500k Kohle rumliegen. Ich weiß nicht, was ich holen soll, außer die scheiß Kapitän, die ich nicht brauche. Jetzt, ich habe nicht so viel Kohle. Ich habe aber auch nicht jedes Schiff. Weil einfach manche Schiffe einfach nur noch scheiße performen. Koop. Einmal im Jahr kannst du den Koop abfahren. Nee, ich freue mich gegen Koop. Auf dem Arm. Ach, hier auf Friesland. Nein, Berg! Guter Berg. Hat wenigstens nur zwei Schüsse abgehalten. Offen durch Radar. Ja, Riga. Unsere, ja, unser TD ist so schnell weg. Mit denen fährst du nicht ins Cap. Kommst du mit deiner Tulsa an der Friesland dran? Radar läuft schon, aber nein. Ich habe nur 9 Kilometer Radar. Jetzt. Und jetzt ist es aus. Jawohl, die einzigste Kugel, die dich trifft, ist eine Zita, ne? Doppelbrand, ja, DD? Ne, einfach Brand nur. Ich hab doppelt bei DD gemacht. Oh nein, das ist eine Nelson. Ich weiß nicht, dass du von der Nelson Angst hast. Ja, na klar! Eine Kugel, direkt auch bei mir eine Zita, ist klar! Wie viel Glück kann man bitte schön haben? Nelson hat Brand gelöscht. Nelson hat wieder Brand. Ich komme hier auch über gar keinen Berg mit diesem Schiff. Achtung! Nicht Durchschlag auf einen Agato, ist klar. Mit 305 mm HE. Nagato hat Brand gelöscht, ne? Ja. Und brennt wieder. Ich mache immer noch Brände, wenn die löschen können. Oh, ich habe Brand gemacht. Ja, ich gehe mal auf die Ei. Da steht die scheiß Riga hinterm Berg, da komm ich nicht ran. Beziehungsweise ich komm nicht ran und ich habe auch Schiss vor ihrem Radar. Haben wir schon unsere ganzen DDs verloren? Ne, nur ein. Die Iowa will mal wieder nicht brennen. Friesland spottet mich. Radar, Riga. Schöne 3000. Alter, das ist eine Abschlachtrunde gerade. Für uns, ja.
da trotzdem nichts machen, die scheiß Riga noch mit ihrem Drecksradar. Kite! Neptune kann auch gut kiten, im Satz zu den anderen. Ist doch schön ausgelaufen. Ja, aber mit 16 Kilometer... LOL! Hat die Nagato gerade Glück gehabt mit meiner Salve. Muss ich wohl mal meinen ersten Heal einsetzen. Alter, wir haben eine Benham, die nur hinterm Felsen steht, oder? Genau, jetzt muss alles anwinkeln. Machst du die Eintracht, dann schieße ich auf Azuma. Erstmal auf die Eintracht. Weil Azuma fällt gerade schön breit. Ich lade gerade immer noch AP seit 50 Minuten gefühlt. Tja, ich habe leider eine gute Secondary. Hey, diese scheiß Riga. Unsere BBs sind heute ja echt nicht gut. Komm schon. Jawohl! Ich krieg dauernd, egal welchen Winkel, zieht er Dellen rein und der Gegner nie. Ja, ich bin gleich auch tot. Kannst du echt nichts machen, wenn du aus jedem Winkel einfach eine Zitadelle reinkriegst. Du bist doch oben übelst leicht gepanzert. Ich bin nicht... Azuma ist leichter gepanzert als ich. Aber du bist nicht so gepanzert, wenn du dich anfährst. Ich meine, 406 mm oder größer, das kommt bei dir durch. Ja, aber es sind keine 406er, die bei mir den Schaden machen. Leider nicht. Yes, ich konnte mal zugehen. Aber dass die genau weiß, wo ich stehe die ganze Zeit, die Azuma. Scheiße, ich habe jetzt kein Radar. Ich habe kein Radar ready. Da hat die Riga? 5, 6. Ach du Scheiße. Alter. Ich glaube schon genommen. 2 oder 3. Ist nicht normal. Perfekt breitseitiges Schiff und du zielst weiter oben und die Granate fliegt unter ihm. Müsst ihr unsere Ölland nicht langsam mal wieder Torps haben? Jetzt. Ja. Alter, ich treffe nie die Sita und die treffen ihn die ganze Zeit so perfekt. Aus Max Range.
Ja. Es ist eigentlich schon traurig, dass unsere Benham nichts geschafft hat, so richtig, ne? Bei so einem Pulter. Komm schon, ramm den raus. Du hast vorher von allen rausgenommen. Die haben kein. Wir haben kaum Schiffe verloren, der Gegner. Viel zu passiv unser Team die ganze Zeit. Unsere PB ist immer zu weit weg. Guck mal, wo unsere Bismarck und Hocker gestorben sind. Und die hatten nur 3 Kreuzer bei sich. Das war jetzt eine richtige Krepprunde. Und der Gegner schießt, egal wie du stehst, dauernd Zitadellen. Die Izumo ist Erster. Kreuzrunde. Ja. Mit der Sherman war auch eine Niederlage. Mal, mal gucken, welchen Platz wir sind. Alter, haben die Superschiffe einen verbesserten Base-EP-Multiplikator? Nein. Hm. 1600 Base-EP bei einer Niederlage. Pass aus. Ey, da muss jetzt mal wieder eine richtige Brecherrunde ran. Ja. Deswegen suche ich gerade was Brecherhaftes. Irgendwas Gescheites. Ja, ist nicht leicht zu finden bei einem Hafen, der über 500 Schiffe hat. Siehst du, ich habe nur 40 oder 50. Besser. 40. Stufe 5, ach du Scheiße. Ah, da habe ich aber was Schönes. In der Kongo. Ja. Oh, Königsberg. Wahnsinnsschiff auf Stufe 5. Ja, außer du hast echt Pech mit LNG. Kasimir Krim ist auch ein starkes Schiff, wenn du die kannst. Die wird wirklich unterschätzt auf der Stufe. Aber wenn du wirklich so welche hast, die Lack haben und einfach mal mit 3 HE-Granaten nicht zerstören. Scheiß Britenbabys, ich hasse die sowas von. Sind in meinen Augen einfach die OP-ste Klasse im ganzen Spiel. Gute HE, gute AP, guten Heal, guten Tarnwert, gute Trollpanzerung. Die Kongo, die hat alles, nur nicht eine Panzerung. Ich meinte die Conquerer, die Britenbabys. Und naja, so gut sind die auch nicht gepanzert. Naja, die haben schon eine gute Trollpanzerung meist.
Die einzigen, die das eigentlich haben, sind die Franzosen, bei denen gut, kannst du kaufen. Gut, das stimmt. Ne? Republik, Breitseite. Habe ich gerade wirklich 12-mal den Torpedoschutz penetriert? Aber fährst du selten, die Franzosen kriegst du in jeden Winkel in Zitern, ne? Okay. Oh, Alter. Kamikazes. Du, wir haben wenigstens das Konterschiff gegen der Kamikaze. Wir haben verloren. Weil was willst du gegen zwei Kamikaze R machen? Ochotnik ist ein guter Kamikaze-Counter. Ja, wenn sie aufgehen. Wenn sie nicht aufgehen, kann ich nichts machen. Topst du einfach in ihren Nebel. Alter, stell dir vor, Hotnik mit 8 Kilometer Torps. Beide sind übel stark auf dem Schiff. Auf der Kamikaze. Die sind übel stark. Alter, da noch eine Hatsu. Ich bin nicht da, aber zwei Kamikazes. Unser Team. Ja. Die sind also, beide super Unicom. Also die haben nur OP-Schiffe der Gegner, wenn ich so sehe. Du brauchst nicht mal halten. Weil du musst mit einer Kamikaze R wirklich schon selten dämlich spielen, damit du aufgehst. Danke sehr. Ja, es ist so. Wenn du. Also mit einer Kamikaze R, die hat einen geilen Tonwerb. Du musst einfach nur aufpassen und danach kannst du tun und lassen, was du willst. Und hier kommt schon der CV. Das heißt, ich bin hier auf der Seite nutzlos. Komm, Königsberg, wir fusionieren unsere Kräfte. Ich nehme deine Gans und du kriegst meine Panzerung. Seltsam, wer den Flugzeugträger jagen? Ah, hier ist schon eng so ein Briten-BB von den Projektilen her. Was macht der Flugzeugträger? Und nur abprallt auf der scheiß Duke. Ja, Kamikaze. Ah, ist hier. Du hast hinter mich. Ich bin hinter dir. Ja, ich hab schon den ersten DD verloren. Was willst du machen? Die Kamikaze wird für mich nicht aufgehen. Ah, Zitadelle. Und die Julio haben wir auch noch hier. Haben wir hier alles, was OP ist an der Seite? Was hast du gesagt? Top in den Nebel rein, wenn du schaffst. Ey, Alter, dieser scheiß Briten-BB feuert die ganze Zeit hinter diesen scheiß Nebel, ne? Und geht nicht einmal auf. Ja, es ist so ein Witz, dass ich abpralle an der Gluka, oder? Scheiße, die Torpedos werden sitzen, aber richtig. Wir haben hier alles, oder? Ja, dann kommen schon wieder Torps. Ey, das ist so ein Gammeltrick, dieser Briten-BB geht nicht auf mein Feuern. Ey, wir haben hier echt alles. Ich hab's dir gesagt, wir haben verloren, ja. Nachdem du gesehen hast, dass da zwei Kamikaze R drin sind. Nicht nur das, bei uns ist das ganze Team fast. Es ging auch nichts auf von denen. Die konnten hinter den Nebel schießen ohne Ende.
Alter, was ist denn das für eine Scheiße, ey? Die durften hinter Nebel unbedeckt schießen, die Schlachtschiffe. Da ist die Kamikaze. Ja, da brauche ich nicht mehr drauf schießen. Mhm. Alter, die ein Glück. Das war's. Es ist lächerlich. Kamikaze Erde, kannst du nichts dagegen machen. Unser U-Boot hat's geschafft. Das Problem ist halt eher, guck mal, wie viel wir auf unserer Ecke haben. Die kommen nicht durch. Die auf der anderen Seite. Dann geht die ganze Zeit diese BBs, die haben die ganze Zeit hinter der Kamikaze Nebel geschossen. Keiner ging auf. Ich war durch die Kamikaze im Nebel gespottet, obwohl ich nicht geschossen habe. Was du auch sehr schön ist. Nein, du bist. Da hat dich irgendjemand anderes aufgemacht und die Kamikaze ist aufgefahren. Weil, wenn die im Nebel steht und du unsichtbar bist, das heißt, du warst schon die ganze Zeit offen. Ja, aber die Sorbelus kam ja wieder aus dem Nebel, das ist das Komische. Direkt mal wieder nicht. Dann warst du durch irgendein anderes Schiff offen. Ja, aber dann müsste ja das Schiff ja auch aufgehen, weil es hat ja alles vom Nebel rausgeschossen dahinter. Auch vom Nebel hat es die Duka geschossen. Wenn das Schiff, was die spottet, nicht schießt, geht das nicht auf? Aber das, wenn du's nicht welches aufmacht. Schiff kann mich spotten? Ohne aufzugehen in der Reichweite, wie nah das war. Dann ist das nächste, wenn da noch ein CV mit rumfliegt. Sorti, du hast einfach. Da war jetzt nichts Unmögliches, es war einfach gut von denen. Die Shima hat Nebel gelegt, dass die anderen unentdeckt. Die Kamikaze hat Nebel gelegt, dass die anderen unentdeckt schießen konnten. Das Komische ist, BBs und konnten unentdeckt schießen. Versuch das mir jetzt mal zu erklären. Hinter Nebel schießt ein BB. AP auf mich, der geht nicht auf der BB. Nee, wieso denn auch? Wenn der Sichtbarkeitsmodus, du bist doch hinter dem Nebel, aus dem Nebel heraus hast du ja dieses Ding. Wenn du auch hinter und vor dem Nebel sitzt, genau dasselbe. Wurde erklärt beim Spotting-System. Ist ja nicht das Gleiche. Ja, aber komischerweise, wenn ich hinterm Nebel stehe und schieße oder vor dem Nebel als BB, gehe ich immer auf. Egal, ob einer mich spottet oder nicht. Mhm. Und dann, was wieder das Geilste ist, da ist ein Preußer Breitseite und du darfst ihn mal wieder nicht bestrafen. Ja, das ich bin auch raus. Weil das ist das Nervigste. Du schießt auf einen Breitseite stehenden Kreuzer, machst keine Zitadelle. Breitseite sogar noch ab. Das geht mir halt auf den Sack, dass die immer verschont werden, aber du bist angewinkelt, fährst frontal und kriegst von jenen auf die Schnauze, egal was du fährst. Kriegst du irgendwie 20, 30k gedrückt. Und dann das Schärfste ist ja immer noch, dass die nicht aufging. So gut spottet kann die nicht. Nicht mal eine Julius César kann unsichtbar hinterm Nebel schießen. Auf 10 Kilometer. Eine Julius César geht im Nebel bei 15 Kilometer auf beim Schießen. Wo ich gestorben bin, war sie 10 Kilometer an mir dran. Dasselbe mit den anderen BB. Dann, Sorti, das Spiel wird dich nicht bescheißen. Das heißt, dann warst du nicht nah genug dran, um sie aufzumachen. Oder sie standen halt einfach hinter dem Nebel. Und ich sag mal so, wir wurden schon mal beschissen vom Spotting-System. Und das sogar richtig, im CW sogar. Sorti, glaub's mir. Wenn die hinter dem Nebel stehen, wenn die hinter dem Nebel stehen, können die einfach schießen, ohne aufzugehen, solange die keiner aufmacht. Deswegen stehen sie hinter dem Nebel und fahren nicht in den Nebel rein. Alter, ich bin immer offen, wenn ich hinter Nebel schieße. Du warst jetzt offen durch den Flieger, durch alles. Nein, andersrum ist es, wenn er jetzt kein Flieger gewesen wäre, ich wäre trotzdem aufgegangen beim Schießen. Weil die Detection-Radius halt so ist. So, jetzt muss aber mal was gehen. Ja, Alter, und dann hatten wir noch den ganzen Lemming-Train halt bei uns. Welche Stufe? Komm schon, irgendwas Schönes heute, ey. Ich habe bis jetzt noch nicht mal einen guten PR-Punkt. Ich hatte Unicom, jetzt bin ich wieder großartig. Ich bin sehr schlecht. Jetzt muss mal wieder was kommen, deshalb packe ich die Prinzergen aus. Mit der lief es heute nur gut, ja. Also komm, das ist seit Jahren nicht mehr gefahren. Die deutsch-japanische Divi. Ja, Alter. Wir kommen in Szene rein, so safe. Ey, mit der Prinz Eugen habe ich schon Yamato zum Ausflippen gebracht. Wortwörtlich.
Ja, Bart hat schon aufgegeben, auf mich zu schießen. 24 Abpraller hat die insgesamt bei mir gemacht. Nee, jetzt kommen T11 Matchmaker extra rein. Nee, T10 kommt rein, bin ich davon überzeugt. Aber. Ja, dann bestimmt mit zwei Manfreds von Richthofen, ey. Oh. Hey, es sind zwei Zehner. Drei. U-Boote, ich hasse sie einfach. Och nee, ich hab die Charts? Wie benutzt man die denn? Kann ich keinen Flieger auf der Eugen haben? Die sind angenehmer. Doch, klar. Flieger oder Jäger? Ich habe einen Jäger dabei. Ich meine halt für Wasserbomben. Ach so, nee, kann ich nicht. Das ist halt, das kotzt mich auch an. Und das ist ein schwerer Kreuzer und ich habe Wasserbomben. So ein Scheißdreck. Aber auch nur der Deutsche wieder, ne? Ja, Hindenburg auch, Rhön auch. Ich meine ja nur die Deutschen. Auf meiner Cleveland habe ich Flieger. Auf meiner Ober auch. Cleveland hat doch Wasserbomben gehabt, komischerweise. Bitte? Cleveland hat ja normalerweise Wasserbomben-Dinger, ne? Und da ist ein Flieger. Ey, da drüben brauche ich gar nicht hinfahren. Eigentlich, ja, ich versuch's, komm, scheiß drauf. Ach, ich habe Doppelruder-Oing. Es kann nur schief gehen. Ja, ich auch. Schon mal AP laden, weil die HE ist ja scheiße von Oing. Und ich habe die Immelmann mit hier. Hatte die Eugen nicht damals einen Reichweitenflieger gehabt? Nee. Nur mit Jäger, keine Ahnung. Eugen hatte nie Reichweitenflieger. Ich hasse den Jäger. Der Reichweitenflieger ist mein zweites Radar. Oh, wir haben Slava hier, wir sind tot. Vom Gegner ist die Akizuki gut. Und die Rochester. Was heißt gut? Das Schiff wurde zugrunde gestetzt. Ja, Rochester hat PR von 1600. 56% Winrate ist nicht so schlecht. Okay. So knapp 2000er PR. Auch nicht so scheiße. Alter, wenn ich nur bessere Turmwinkel hätte nach oben. Ja, ich pushe nicht für dich rein, Musashi. Ich bin T8, die Kreuzer. Yes, zwei Lichtdurchschläge und Abprall auf eine blind geschossenen Slava. Unser DD fährt außen rum und die Pommern auch noch, ey. Ja, von 5 Schiffen anvisiert werden. Geil. Nächstes, wo dran kommst, du könntest auch schön. Ja. Ja, Zieten, von der Zieten habe ich keine Angst. Ich finde die Zieten so schlecht, ne? Die ist gut. Ich finde die wahnsinnig schlecht. Oh, Alter, dass die PB-Fahrer nie aufpassen können, wo sie langfahren, ne? Abprall auf einen DD, Alter, das ist doch nicht mal normal. Unsere BB ist nur hinten.
Also Leute, ich gebe dir recht, dass das HE von der Prinz AG nicht gut ist. Aber ich fahre damit in den, ja, in 60-70% der Situation deutlich besser. Ja, ich nutze nie die HE der Deutschen. Was ich eins gelernt habe, ne? Salty, sobald du auf HE umschaltest bei Deutsch, kommt irgendein Vollidiot Breitseite um die Ecke. Ich muss weg hier, das macht keinen Sinn, Alter. Es pusht hier keiner, es traut sich keiner, unser DD ist am Kartenrand. Ja, ich habe wenigstens meinen Flieger abgeschossen. Gut, Jungs, ich höre jetzt erstmal auf. Jetzt hört das mal gerade. Ja. Das Problem ist einfach, der Spot fehlt hier komplett. Männers, ich wünsche euch erstmal was. Ich würde sagen, bis nachher. Ja. Ja, bis nachher, Gauss. Ciao, ciao, mach's gut. Ich habe bis jetzt noch null Schaden. Ich mache auch nur Abpraller oder Nicht-Pens, ey. Ja, ich habe 8,5. Ich sehe nichts. Ich habe einfach keinen Spot. Hier ist genug, aber ich muss halt höllisch aufpassen. Ich kann nicht näher ran. Unsere BB ist nur hinten. Unser Sub ist zu blöd. Und natürlich spottet mich eine Georgia. Ich stehe hinter einem Felsen und mich spottet eine Georgia. Ist geil, oder? Ich kann davon nur ein Lied singen. Ich habe eine Erkennbarkeitsreichweite von 14,5. Ich bin daueroffen. Ich bin im 10er daueroffen, ich bin im 8er daueroffen, im 8er sowieso. Mhm. Aber ich lebe damit. Ich auch. Hier komme ich extrem gut klar. Also ich bin auch sehr gut auf dem Schiff. Also sage ich jetzt selber von mir, aber bin ich. Zeit mal HE, Sula. Zeit mal HE, Sula, oder macht eine 8K-Stelle auf der fucking Sluvius. Und ein Brand jetzt. Ist nicht wahr. Ey, stehende Schlachter sind schwerer zu wischen als fahrende, oder? Manchmal schon, ja. Alter, ich treffe die Georgia nicht. Ich darf sie nicht treffen. Schießt sich so, wie es wirklich HE auf dich. Gott sei Dank. Ja, Abpraller. Und der Typ steht nicht mal angewinkelt. Eigentlich schon zu traurig zu sehen, dass die beiden DDs und der Pommern da drüben nicht klarkommen, ne? Ja. Bei einer leeren Linie.
Ja, die Slorius fährt noch rückwärts. Hat der DD gerade einen Sturkopf gemacht? Wer ist ab? Anscheinend. Na komm schon, der steht perfekt Breitseite. Ja, nee, ist klar. Ich sag einmal Breitseite, krieg direkt eine Zita rein, ne? Das ist so dämlich. Ja, muss man aufpassen. Ja. Mach mit einer AP-Kugel so viel Schaden wie mit 5. Naja, gegen den Ziten habe ich keine Angst. Dreckschiff. Bis auf ihre Sekundäre kann sie nichts. Glück haben, dass unsere Salven daneben gingen. Ja. Die hat echt Glück, diese Zieten, ne? Und die Pommern greift natürlich ab, ne? Da. Achtung, Georgia kommt. Ja, ja. Die können wir zusammen wegknallen. Mein AP ist auch schon bereit. Ja, die hat Motorboost an wieder, ne? Die steht breitseitig breit ab. Ja, die ist schon noch zu angewinkelt. Jetzt ist sie angewinkelt. Oh. Aufbauten halt probieren. Ach du dicke Scheiße, wo kommt die denn jetzt her? Zieten. Ey, den Arsch mache ich 3000 da rein. Das ist echt geil, oder? Oh, ich habe Brand gemacht. Sie hat gelöscht. Um wie viel wettest du, dass sie wartet, die uns abzufacken, die Kill, die Pommern? Ja, den kriegen wir auch nicht. Die Pommern wartet schon drauf, ne? Wahrscheinlich wartet der mit Schießen. Ja, siehst du, der könnte schon lange drauf schießen. Siehst du das? Nee, ich bin gerade zu beschäftigt. Komm auf die Minimap, dann siehst du das, was ich meine. Ja, ich sehe ihn schon, aber ich sehe ja nicht, wo er seine Geschütze hat und so. Vielleicht dreht er gerade aus irgendeinem Grund. Nein, der wollte klauen. Na, geh mal. Den gönn nicht den. Die hat nur noch 88 HP. Die riecht so. Wo ist denn die Rochester? Ah. Die hat nur noch 88 HP. Ja. Die Pommer traut sich die nicht zu pushen. Die ist hier. Mhm. Oh, Alter. Endlich mal wieder ein Sieg. Aber mit 50k Damage, ey. Das war eine Kackrunde wieder. Also ich bin heute schon abend wieder da. Ich bin so abgegangen und jetzt die letzten 3-4 Runden so beschissen gewesen, eine nach der anderen. Ist normal teilweise. Letztes Mal, bestimmt, wenn einer einen Kraken macht, ne, hat er die nächsten Tage so ein scheiß Matchmaking her, ne?
Ich hab den Solo-Cap noch geklaut. Bitte? Ich hab ja Solo-Cap geklaut. Nee, also ich hab erobert. Arschloch. Ja. Hab ich mir verdient. Hey, ich hab wenigstens gute Kabo für die Eugen. Jetzt gibt's Knete. Alter, was für eine Scheißrunde. Ja, wenn wir nicht ganz unten sind, wundert mich alles. Es ist so klar, dass die Pommern, die nichts gemacht hat? Die Pommern, die nur an den einen Haken saß, ganze Zeit, ist Erster? Muss ich nicht verstehen, ne? Was für ein Scheißgefecht, hä? Hm? Dass der Typ, der am weitesten weg ist, Erster ist, in einem Nahkampf-BB? Jawohl. Wenn jetzt einer schreibt, komm mal zum Sniper-Schiff, ich hau den einen rein. Ja. Oh. Ich bin ja auf jeden Fall heute Abend wieder da, falls du da bist. Und, ja, die haben die Adler-Karmo genervt von der Eulen. Ich hab kaum Knete gemacht. Ja, ich auch nicht, weil wir auch eine scheiß Runde halt hatten. Naja, sollte auf jeden Fall, wir hören uns. Jo. Bis dann, mach's gut, ciao, ciao. Jo, ciao. Yep, du gehst mal hier hin. Moin, Lust auf Divi im Livestream? Gerne doch. Perfekt. Oh, Alter, sind die Runden scheiße gewesen. So wie im Spiel, Discord. Mhm. Also. Ah, da habe ich ihn. Was willst du fahren? Wofür ist mir egal. Ah, endlich mal. Na, bei über 360 Schiffen hat man eine zu große Auswahl. Sag das mal mir mit fast 500. Na gut. Aber hey, lieber Auswahl als nix, ne? Ja, das stimmt auch. So. Komm, einfach weil es kann und weil der Hafen wieder hängt. Hab ich mal wieder Bock auf die. Ach komm. Oh, T61. Jupp. Wenn man mein Handy laden sollte, machen wir mal die Steckdose anmachen. Hm. Oh, T8CV, ne? Voll lustig. Und schon wieder so ein kackbritisches OP-Schiff im Feindteam. Bah! Und schon wieder diese Map. Die hatte ich heute noch schon 8-mal. Also mir macht der die Cleveland Sorgen. Hm, T6 war sie schlimmer. Ich hoffe hier mal wenigstens mal ein paar BBs hier auch mal nach vorne fahren und ich will den Lot hier alles machen lassen. Und dann so ein Kartenrand pommern sich die den ersten Platz abgreift. Oh Mann, sind diese Texturen jetzt auf mit dem Schnee sind so geil aus. Was die Schiffe? Ja, die neuen Texturen. Habe ich in meiner Runde auch gerade, allerdings Epizenter. Alles, was du heute sagst, ist im Livestream und kann gegen dich verwendet werden. Oh, wir haben Lemming Train, oder?
Oder was? Ich verstehe gerade die Aufstellung meines Teams nicht. Mir Achtung. Gibt es kein Level Train, wir haben Epizentrum. Wir nicht. Wir haben Standardgefecht. Und ich sitze in einem deutschen Schlachter. Ich in der Normandie. Epizentrum deutscher Schlachter, das ist immer... Ja, es tut eigentlich Secondary. Ich weiß noch das andere Gefecht mit der Atlantik und das war geil. Wie wir es einfach nochmal gedreht haben in den letzten Sekunden. Ja? Haben wir doch gewonnen mit der Atlantico. Der Gegner war doch am Gewinn, ey. Hornet, komm her! Oh, Ruprecht! Na, du rechnest doch nicht damit, dass ich auf dich abgesetzt habe. Auf was schießen die beiden? Ich bin zu. Jetzt bin ich offen. Die haben mich blind erwischt, ohne einmal aufzugehen? Lucky. Alter, ich will ja nicht den Krado machen. Ja, selbstverständlich machst du den Krado. Nein, bin von dem Schlachtschiff rausgesnackt. Junge, was für eine Streuung auf der Bayern. Warum hab ich immer diese Streuung? Naja, ich hab ein FPG. Hier außen ist auf jeden Fall, was mein RPF zeigt, her. Ja. Eben in der Runde davor hatte ich 1144 Basis-EP im Loser-Team. Das heißt Platz 1. Warum haben wir verloren? Weil wir eine Yugumo hatten, die mit AP auf Nasashiro geschossen hat. Jawohl. 10.000? Ich kann mich wieder beschweren, dass der hacken würde. Hat selber 4.500 Gefechte, diese Yugumo. Ja, ich finde es schön, dass bald Camus keine Werte mehr bringen, ne? Ja. Und dass wir die Streuung verlieren. Das ist schlecht. Ich find's eher schlecht für Kreuzer und so. Ja? Weißt du? Oh! Ich hab grad ne Salem in die nächste Runde geschickt. Perfekt. Einmal erstes Blut. Das könnte wehtun, das könnte wehtun. Nein, ist jetzt zu weit vorgehalten. Das könnte trotzdem wehtun. Das tut weh, Ruprecht! Hat der ein Schwein. So, ich push jetzt nach oben, ne? Mach das. Was man jetzt schon da alles so. Ja, egal was man sagt, die Normandie ist immer noch ein geiler BB. Wenn sie trifft. Ey, ich hatte gerade so eine geile Runde von gehabt mit der Forest, ne? Ich schieße die ganze Zeit so, ne? So. Unsere BBs nur am Kartenrand, ne? Ich und mein TV-Kollege wollten einen CV waschen. Er detoniert, ich wäre rausgetorbt. Oh, Ruprecht! Komm ich an dich ran, dann bist du raus. Nee, Insel getroffen. Doppelfeld, gegnerischer DD. Wow. Und all unsere Kreuzer fahren hier hinterher, ne? Ja. Eieiei, aber das SAP von den italienischen DDs. Das tut weh. Ja. Man sieht's, hat mich auf 3K runter. Nutzt seinen Artillerienrausch. Ja, ist ja aktiv. Da war ja auch gerade sein Todesurteil. Das Team ist schon wieder zum Mäuse. Mäusebumsen? Ja, genau, das wollte ich so nicht ausdrücken. Ach, es ist Stream ab 18, also. Wer es sich ab kann, kann abschalten. In die nächste Runde rein. Oh, Bayern, du zeigst du mir Breitseite, du bist so süß. Man zeigt einer Normandie keine Breitseite. Der Gegner ist nicht viel besser, der hat auch alle Schiffe draußen. 6000 in der Breitseite Bayern? Ich bin enttäuscht. Vor mir müsste, glaube ich, der andere DD sein. Nö, nix. Ach, tot. Die Cleveland spottet mich, glaube ich. Oh! Ruprecht, du bist tot. Ich krieg die Kanone auf dich, du bist tot.
Es wäre aber das ja schön, wenn die Kreuzer kommen würden. Zwei Overpants. Oh ja. Oh nein, der soll nicht sterben. Oh, ich bin Radat. Die Rabatt versucht in den Cap von uns reinzufahren, glaube ich. Ja. Holst du die Parseval raus? Will ich versuchen. Also er merkt nicht mal, dass er die ganze Zeit spottet ist. Ja, unsere Kreuzer könnten mal nachher helfen. Warte mal, die Parseval hat nicht mal eine Staffel drauf. Doch, hat er. Der hat er. Nee, Pedro. Dich lasse ich nicht weglaufen. Ey, Alter, diese Bayern hat echt viel Glück, oder? So. Wir haben die Mitte, wir haben das den zweiten Kreis und der Gegner ist immer noch nicht drin. Ja, Friesland, es spottet mich keiner. Und nu? Alter, was hält diese Bayern aus? Was halte ich hier überhaupt aus die ganze Zeit? Ich habe erst ein Heal gebraucht, habe schon 1,2 Millionen getankt. Ist das ein bisschen übertrieben? Ah, das ist mein Tod. Ich pushe jetzt eine Friesland, weil ich zu bin. Und die sitzt im Nebel. Unser, meine Harbin hat die Flak aus, ne? Nice. Mahlzeit. Also Flakkreuzer, die Flak aus hat. Sehr sinnig. Ja, wegen dem Spaß bin ich tot. T61, der Rest gehört dir. Versuchen wir mal das Beste draus zu holen. So, nochmal schön 72k, 1,3 Millionen getankt mit einem Heal. Kann sich sehen lassen. Das Problem. So, Friedmann. Das Problem sind halt unsere Kreuzer. Die sind ja nur am Kartenrand gerade, ne? Ja. Und kann die überhaupt wirken? Auf ich irgendwas? Wirklich. Oh! Schon komm. Nein! Ja, kannst nichts machen. Wie blöd muss man sein in der Friesland? Kannst halt nichts machen gehen mit sowas, wenn du keinen Support von hinten kriegst. Nö. Ja, aber egal. Zumindest sollten sie es jetzt hinbekommen. Ja, zwei. Mal unser CV ist gerade auf unserer Seite vorderste Front. Ja, schon die ganze Zeit. Wie gesagt, ich habe die ganze Zeit diese Mitte da gehalten, gegen dieses ganze Team da. Ja, und ich wir haben gewonnen! Hätte die Harbin die Flak angehabt. Ey, hätte dieses Ding die Flak bei mir angehabt, hätte ich überlebt. Aber nein, ich mach mal Flak aus, damit mein BB stirbt, damit ich mehr Damage machen kann. Ey, Kabel. Es gab auch nur eine Medaille im ganzen Spiel. Hm. Geil. Das war das erste Blut, die habe ich abgestaubt. Du bist böse. Gehört sich sowas? Sowas ja, du, das war das Daily, die zeigte mir Breitseite. Sowas musst du halt schon bei Nice Stream machen und nicht alleine. So, zurück in den Hafen. So, wer will mit? Ich. Lad mich ein. Mach ich. Ich bin nur langsam, weil der Hafen wieder hängt. Ach, Wargaming. Hafen und Wargaming passt nicht zusammen. Ein Hoch, dass ich das jetzt auf dem anderen Bildschirm geöffnet hätte. Ich glaube, das wäre jetzt ein Twitch-Bann geworden. Wieso? Sagen wir mal so. Also. Unzensierten Content. Unzensierten Content von Azulane. Nicht gut.
Ja. So, was wollen wir jetzt fahren? Leider ist ja nichts im Chat drin, dass ich was wünschen kann. Was reingepackt? Oh, Alter, ein Friedrich der Blöde. Scheiß Technik. Ja, schön. Wunder, man hört mich nicht. Guten Tag. Ah, die Krabbe. Technik wieder heute. Technik ist immer. Technik, die begeistert. Das ist Technik. Fehlt nur ein Nick. Sowas nehme ich. Er nimmt eine Benham. Da kann ich nur eins nehmen. Um was ist das denn wieder Benham? Immer. Na was denn? Irgendeinen gescheiten DD braucht unser Team ja. Kein Kommentar. Gut, ich kenne die nicht. Es ist verknallt für die Kommentare. Was nehm ich? Ja, Chat weiß schon wieder so, wie ich das meine, tatsächlich. Ja, natürlich. Ach komm schon, ich nehme das OP-ste Schiff auf der Stufe mit. Missouri. Was? Die ist doch nicht OP. Musashi. Nein, es gibt nur ein Monster auf der Stufe. Welches? Ach, die Runen. Ja. Oh, nur wenn du weit genug weg bist. Ich hab Reload-Modul drin. Denkt ihr, ich bin geisteskrank? Ja. Siehst du? Also, ich fahre nicht auf Range und ich weiß warum. Ich auch. Ich habe auch meine Hinbox so. Nur ich finde es schade, dass die Ruhe nicht den Hinbox-Buff bekommen hat. Das wäre auch ein bisschen zu krank. Für das Schiff würde es eigentlich ausreichen. Ja, klar. Jawohl! Schulzen! Was? Was für ein Match? Hä? Jetzt gibt jemand heute Zitadellt. Von der Schulz. Ey, ich hab mit der Sau eine Kremlin zitadellisiert, ja? Das war lustig. Kommst du auf eine bestimmte Range ran, das ist ja auch kein Thema. 9 Kilometer durch den Arsch. Schön durch den Arsch. Der Typ hat sich erstmal aufgeregt im CW. Warte mal, oh, Justin, da hatten wir gestern einen besseren, ne? Mhm. Die letzte U-Boot-Runde da, die eine. Oh, da hab ich Mobbing betrieben im U-Boot. Da haben wir alle drei Mobbing betrieben. Ey, ja. Benham, deine Aufgabe, Kitakaze zu töten. Und die Kosek. Gut, dann die Kosek. Vergiss es, ich bin neulich in eine Kita und in eine Z reingeraten. Ja, siehst du? Du hast ja eine Rune. Und einen Friedrich. Ja, aber das war mein Todesurteil. Du hast eine Rune mit einer Perma-Flagge. Oha. Und Secondary-Bild. Was? Scheiße, ich weiß nicht, was ich verändern wollte. Ja? Es ist nicht ernsthaft Sekundär-Rune. Doch, mit 9,5 Kilometer Secondary. Einmal mit Profis. Ey, komm danke, schon. Justin. Komm schon, wer rechnet damit? Die 150 mm Frontal sind schön. Ja, aber sobald du mal nah genug dafür dran bist, bist du auch so gut wie tot. Das ist dasselbe wie mit Siegfried, ja. Sobald du nah genug dran bist, bist du tot, ja. Der letzte, den ich getötet hatte, der Siegfried, war aus 21 Kilometer. Vor zwei Runden hatte ich zweimal Ruprecht. Siehste. Die sind nicht mal auf 12 Kilometer rangekommen, weil sie Breitseite gezeigt haben. Siehste. Und was macht eine Rune am liebsten? Sie tarnt sich. Did. So bleibt sie die ganze Zeit hinterm FTG, oder was? Na klar. Na klar, ist die neue Fusion. Ich bin immer noch zu hier, scheint keiner zu sein. Und jetzt bin ich offen. Ey, warum schießt die Friedrich so schnell? Ich hab keine Ahnung. Warum hat sie denn so große Secondary-Türme? Oh mein Gott, das ist eine Rune. Wenn du zu bleibst, oh, ist ja auch kein Problem. Oh, ich bin offen. Ja. DD. Kossack hier. Was, Kossack? Ja. Das ist der Einzige, der DD, der noch nicht offen war. Kossack. Ich nehme mal Abkürzung zwischen den Inseln. 10.000 auf die Bismarck. Perfekt. Ui. Ich bin dafür, dass ich den russischen Reichweitenflieger kriege auf dem Schiff, ja? Zu den russischen? Von der Laszlo. Ach so, ja. Und ich versuche wieder erst das Blut zu kriegen. Mit dieser Abstauber. Jawohl!
Jedes Mal, wenn ich HE abkriege, brenne ich immer an vier Stellen von der Rune, ne? Würdest du mal bitte... Sonst muss ich mal diesen hier machen. Ja, ich hab T-Virus dabei, ja? Sorry. Was, du spielst für T-Virus? Nein, das war jetzt gerade der größte Scherz, den ich jemals sehe. Ich beleidige doch nicht die deutschen Schiffe. Ah, scheiße, jetzt habe ich einen Fehler gemacht hier beim Bauen. Dann machst du mal keine Fehler. Bleib schussbereit und nebel dich, ich push dieses Scheißding. Ich bearbeite ein bisschen die Schiffe von hinten. Weil der hat nämlich gerade getorbt. Ja, ich weiß. Bismarck zieht dich zurück. Jupp. Die schießt aber auf dich. Und die Korsak ist rausgefahren. Bismarck brennt. Ja, er hat vorgehalten, als ob ich fahren würde. Die Schulz ist ja auch in Secondary-Reichweite. Fladdy brennt. Bismarck, einer von den beiden hat gelöscht. Entweder Bismarck. Bismarck. Perfekt, er ist tot. Ich habe hier ein anderes Problem. Nennt sich Schulz und Provinzien. Ich helfe. Okay, Provinzien ist ekel. Ja, die Bismarck weiß meine... Warum gehe ich auf 21,4 auf? Hast du geschossen? Ja, aber meine Reichweite ist 17,8. Reichweitenflieger? No. Das ist Wargaming. Oh, Seven, du willst, der fährt breit? Ja. Ach, schon wieder Baufehler. Hat mir gerade die Bismarck mit einer Kugel in den Doppelzitter gegeben? Ich sag ja, ich darf keine Breitseite fahren. Jeder Arschloch darf Breitseite fahren, außer Solti. Was war die? Hallo. Ich prall... Ja, mich da über Kreuz torpen. Ich prall beim Breitseitenschiff ab. Das ist so lächerlich, oder? Was auf Breitseite Schiffe prallst du ab? Ja. Da los. Ja, ich sterbe jetzt wegen meiner Seaton. Nee, die Seaton hat die Kugeln gefressen, wie ein Mann. Das geht? Ja, er ist in meine Schussbahn reingefahren und hat die ganzen Kugeln mitgenommen. Idiot. Ja, ich darf... Ey, jeder löscht sofort meinen Brand. Ja, ich habe keine Reichweite mehr, ich komme längst mehr dran. Da kommen nochmal Torps. Einen nehme ich mit. Und natürlich Flooding. Ich find's immer geil, dass die meine Spieler, die nur auf Reichweite spielen, so gute Schellen austeilen können mit ihren deutschen BBs. Aber wenn du mal irgendwie im Nahkampf bist und so eine Zitadelle haben willst, kriegst du keine hin, ne? Das ist WG-Logik. Ich kann mich um 0% hochheilen. Also 33k, ich kann mich nicht mehr hochheilen. Lol. Ich habe zwei Kuhs, ich habe eine Zitadelle von der Bismarck gefressen. Das ist so lächerlich, ne? Ich lasse mich jetzt erstmal zugehen oder versucht das. Ich bin zu. Und ja, die fahren auch alle außerhalb. Die hauen auch alle von mir ab, ne? Die mögen dich nicht. Die hauen sogar so ab, weil wir zu aggressiv sind für die. Wir haben drei Caps. Ihr müsst was machen wahrscheinlich, ne? Ne, da geht nicht. Perfekt. Was, ihr habt schon drei Caps? Ja. Oder muss der Gegner ja ziehen? Ja. Und deswegen fahre ich jetzt rückwärts und lass mich jetzt mal zugehen, damit ich mich wieder hochheilen kann. Kannst du mal auf die Bismarck? Lass sie kommen, das ist da der. Ich würde ja gerne, aber schau mal mein Leben an. Im Nebel war es mit einem Torpedo getroffen. So, Bismarck! Auf mich zielt nicht mal was. Und die treffen. Ach so, war die Lenin. Dann bist Torpedos, Bam, hau die weg, ey. Ja, ich bin eine Benne. Sei ja, haut weg, Alter. Aber erstmal muss die Bismarck zieht sich dahinter sicher, oder? Ja. Dann wollen wir doch meinen Reichweitenflieger nicht zum besseren Zielen. Ach, die Missouri schießt auf mich. Von wo? Von der anderen Kartenseite. Yep. Reichweite Missouri oder was? Ja. Ey, hier, die sind nur am Abhauen. Das ist so eklig. Ficken lassen. Muss erstmal
aber hochheilen hier. Tatsächlich, wer Reichweiten-Mystery spielt, gehört bestraft. Das Ding hat auch schon eine gute Reichweite. Warum wollen die denn noch mehr Reichweite haben? Kartenrand. Da schießt auch 25 Kilometer mit deinem Mystery. Ja, Full Range, ich wusste es. Yep. Nee, der hat 27 Stück 1. Dementsprechende Steuerung hat er. Ja, stimmt. Muss man eine dementsprechende Steuerung haben. Ja. Alter, ich wünschte mir mal einen Brand machen zu dürfen. Jeder andere, der noch HE schießt, macht mehr Brände als ich in meinem ganzen Leben. Perfekt. Endlich mal einen Brand. Bei wie viel Hauptbatterietreffer? 42! Alles klar. Oh, unsere Scharnhaus hat auch zeitliche gesegnet. Die Bismarck aber auch. Die Bismarck tot? Gut. Bloody Glitch? Ganz ehrlich, was wirst du in dem Match aber auch, bei dem Match, Matchmaking aber auch erwarten? Ey, Alter, diese Bismarck ist echt. Schlimm. Freu dich? ...32k mit der Ruhen. Na, richtig, Mod sie gerade wieder auf. Lass die Vladi und Lenin da hinten wegfahren. Das ist sinnlos, den hinterher zu fahren. Ja, ich kann nicht wegfahren, weil die schießt mir an die Breitseite. Dann lass dich zugehen, hier ist nichts, was dich aufmacht. Die Vladi macht mich auf! Ja, wenn du schießt. Nein! Ich habe kein Konzil mit auf der Ruhen. Und Vladi hat gerade meinen Brand gelöscht. Ja, auf die Befalle auf 20 Kilometer brauche ich nicht schießen. Oh! Ach, also unsere Seaton ist echt useless, oder? Ich sitze hinter der Insel. Guck mal unsere Seaton an. Das ist Johanne King George, fuckt mich instant ab. Alter, ich hasse Briten-BBs. Die sind so scheiße OP. Mal gucken, ob ich die Buffalo in die nächste Runde schicken kann. Sie hat nämlich noch 800 Leben. Alter, unsere Seaton ist so useless. Guck mal, wo da ist die ganze Runde. Das ist doch so lächerlich, dass ich nie Brände machen darf im Kreuzer. 4 Brände bei 80 Treffern. Andere machen bei 80 Treffern 9 bis 12 Brände immer. Die gegnerische Missouri ist am Weglaufen. Ja, die hat Angst. Das ist so lächerlich mit den Abfackeln. Und eine Laszlo macht hier mit jedem Treffer einen Brand. Obwohl ich eigentlich eine höhere Brandwahrscheinlichkeit habe. Die Laszlo ist aber echt brutal. Ja. Ist ja noch ein russisches Ding, ey. So einen Reichweitenflieger wünsche ich mir auf jeden Kreuzer eigentlich, weil sie es in letzter Zeit brauchen. Naja, klar. Aber nein, du bist Russen-exklusiv. Stell dir mal... Ich bin nur am Wegfahren, Jacqueline. Ja. Ey, stell dir mal vor, die Weimar hätte diesen Flieger. Wir gehen die BBs auf die Eier, die auch die ganze Zeit auf mich HE schießt. Die machen mehr Brände als ich. Das kann auch nicht angehen eigentlich. Nee, allein die britische HE muss genervt werden. Ist einfach so. Von den BBs. Klar. Kann nicht sein, dass sie so einen starken Pen haben, so eine hohe Brandwahrscheinlichkeit und so einen starken Alpha. Die Deutschen haben als Grund bekommen, ja, die haben die HE-Pen, deswegen macht die HE weniger Schaden. Und weniger Brandwahrscheinlichkeit. Ja, das stimmt so. Ich finde, da stimmt so einiges nicht, wenn es danach geht. Und dann noch die übelste... Oh, mal gucken, was ich von deinem Reichweitenbild halte. Und halt die AP, der von denen tut ja auch noch weh von den Briten. Ich würde sagen, ich spiele die Concake tatsächlich öfter mal auf AP. Ey, 7 Zitadelle in der Kuhfürst rein. Die Kuhfürst war weg von der Conqueror AP. Ja, die Conqueror hat halt die geile AP. Hat geile AP, geilen HP, hat eine gute Trollpanzerung, hat einen guten Heal, hat alles. Vor allen Dingen, die haben ja... Oh. Hast du den 9er mal gespielt, die Marlboro? Ja.
Ich hab mal HE versucht, das hat, das ne? Ding hat, das Ding nee. Hat die Shortfuse, die britische Shortfuse AP. Die musst du auf AP tatsächlich überspielen. Und wenn ich sehe, ne? Die haben einfach alles, was stark ist, die Briten, BBs. Die ja, klar. Mit diesem Tarnwert einfach zusammen. Geht einfach nicht, diese Stärke. Aber nein, lieber deutsche BBs, die Hydro nerven. Und die war auch... Der ist bei der Schliefen, aber ganz ehrlich, also bei der Schliefen überhaupt eine Hydro einzubauen, finde ich ja schon geil. Finde ich ja schon scheiße. Weißt du, was ich sagen müsste? Es war kurz Zeit ein Bug drin in den Spielen, ne? Was? Meine Kufus hat ja 4 Kilometer Hydro. Das habe ich auch schon, den Bug hatte ich auch in der letzten schon mal. Allein, eine wichtige Position. Ja, du hast doch Hydro an, warum geht das Schiff nicht auf? Ich weiß es nicht. Geh jetzt 4, 3 Kilo, ich bin 5 Kilometer dran, ne? Mach Hydro, das Wolz geht nicht auf. Fahr ran, 4 Kilometer, immer noch nicht auf. 3 Kilometer, das ging auf. An derselben Stelle. Weil ich muss mich erstmal um die Missouri da hinten kümmern, das hilft alles nichts. Ja. Scheiße, ich habe einen Fehler gemacht hier. Nein. Bist du nah an die Missouri rangefahren? Nein. Ey, unsere Seaton hat echt nichts zum Laufen gebracht, ne? Wer hält die aber alleine auf, die drei? Die kommt gerade erst wieder. Nee. Die Vladi ist schon wieder im Rückwärtsgang da hinten. Die Vladi fährt nur rückwärts. Da hätte ich mir. Zu spät. Da wünschte ich mir halt 18. Jetzt hätte ich mir 18 Kilometer auf der Ruhe gewünscht. Das wäre jetzt die optimale Reichweite gewesen für das Match. Mhm. Dann hätte ich mehr Schaden gemacht. Weil die waren ja dauernd aus der Reichweite. Die wussten genau, wo ich war eigentlich die ganze Zeit, auch wo ich so war. Oh, Missouri! Jetzt machen wir gleich mal eine ernste Sache draus. Oh, das wird wehtun. Jetzt gibt's Liebe ohne Hiebe. Kommt der BJ-Moment. Jetzt kommt der BJ-Moment. Oh, die Lady, die arme Lenin. Wieso? Okay. Hast du nicht den Bombabwurf gesehen, wenn die getroffen hätten? Ich bin nicht bei euch in der Runde, ich bin gar nicht im Spiel. Nicht. Hm. Also, was habt ihr mit der Lenin gemacht? Nein, unsere Lenin fast. Die hat fast alles, die Wutsu, die Seven Wutsia-Dinger gefressen, ne? Die ist nur ein paar Millimeter rückwärts gefahren und alle ausgewichen. Au. Das Die Provinz ist auch brutal, ey, ganz ehrlich. Wenn die mal trifft, ja. Allgemein die niederländischen Bomben. Geht. Wenn ich die treffen, dann machen die richtig Aua. Ich fand's lustig, wo die noch ungenervt waren. Kennt ihr den Clip von Grado? Ja, ich kenn den nicht. Der war so schön. Warum haben sie die genervt? Die 38 mm waren noch so schön. Ja, das stimmt. Trotzdem ist das brutal, ganz ehrlich. Es gibt brutalere Sachen. Kremlin mit Dead Eye. Ich bin froh, dass sie den Skill rausgenommen haben. Oh, Alter, ey. Konntest du gar nicht mehr. Überleg doch mal Yamato mit Dead Eye. Du konntest gar nichts mehr fahren, was Kreuzer war. Du warst direkt One-Shot, egal welches Schlachtschiff auf dich geschossen hat. Überleg doch mal die Thunder Rail, deswegen. Oder auch der Thunder Rail, was der jetzt genervt worden ist. Bin ich auch ganz froh drüber. Ich darf dein Bild auf der Rune funktioniert nicht, muss ich dir sagen. Ey, das ist dieses Karma, wenn du einmal eine Kraken machst für 3 Monate. Karma fickt jeden. Sonst mache ich das immer richtig gut mit der Rune, aber halt jetzt, dass die alle nur außerhalb der Reichweite waren und du halt so einen scheiß Reichweitenflieger hast. Das ist das Nervige, weil die 9,2 Sekunden sind herrlich auf einer Rune. Ja. Aber wenn du nächste Reichweite kriegst, das ist das Nervige. 9,2 Sekunden Reload, ne? Mhm. Ja, die ist brutal. Ja, wenn du dann noch einen hochgeskillten Kapitän hast und nicht einen 10er nur drauf. Bei mir sitzt, glaube ich, sogar ein 16er oder 17er auf hinten, wo 10er, ich... der von der Rune muss leider weich für andere Schiff. Wieso? Naja, ich brauchte für die deutschen 9 BBs einen Kapitän. Ach so. Da musste Rune leider von der Rune auf die deutschen BBs drauf, auf die 9 Zweig. Da sitzt. Na gut, da sitzt bei mir die... Bei mir sitzt tatsächlich Löppchens drauf. Besitze ich nicht, werde ich nie kriegen. Warum nicht? Ist mir zu teuer. Der ist die Kohle wert. Mir fehlt nur noch der europäische, den habe ich alle. Mhm. Also auf der Hindenburg habe ich einen 20er Captain. Füße nöte...
51 Sekunden Turmdrehzeit. Jawohl. Ja, Marte, grüß. Auf der Marlboro. Oder wollen wir was Niedriges fahren? Na gut. Jawohl. Wen wollen wir abfacken? Ja, aber meine Musashi ist nicht irgendeine Musashi. Meine Musashi ist irgendeine Musashi. Sie trifft nicht, sie zielt nicht, sie hat kaputte Türme. Ja, aber es ist eine Art Musashi. So, siehst du, ich habe eine Art Musashi mit einer Artenfunktion. Ich habe gar keine Musashi. Ja, kauf dir eine. Ich hab eine. Gibt's nicht mehr. Ach, warte ab. Auch an Weihnachten. Warte ab. Ja. Ich sage Leuchtturm-Event. Nächsten Black Friday. Oh, Alter. Satsuma scheint ganz schön beliebt zu sein, oder? Yep. Ja, die haut ja auch richtige Schellen raus. Die macht sie denn für. Mach ich auch. Viel schlimmer ist die Konde. Konde und DDs. Weg ist der DD. Nicht nur Konde und DDs. Annapolis und DDs. Ja, genau dasselbe. Hm, hat trotzdem für eine 1700 PR gereicht mit der Ruhe. Ich habe nicht mal viel Schaden gemacht. Oh, dann noch eine Gurka-Divi, ey. Mit einer Smolenz. Kann ja gleich APHE laden. Was fährst du? Was wohl? Keine Ahnung. Marlboro. Die Zigarette. Ja, wobei, nee, nimm AP. Denk dran, die schaut fürs AP. Ja. Ich schieße. Eigentlich muss ich sagen, weil ich sobald ich Smolenz sehe, wo ist mein HE? Zum ersten Mal HE mit dem BB schießen. Das ist das einzige Schiff, womit ich HE schieße. Muss dir mal vorstellen. Einzige Schiff, wo ich HE extra umlade. Ich schieße sogar auf DDs AP. Das tue ich tatsächlich aber auch da ab und an, wenn sich an das Grey sowieso gerade AP tut. Ey, der Beste war aber noch die Beschwerde von der Shima. Warum schießt du AP auf mich? Du bist doch tot und da funktioniert's. Ja, aber es fand doch als ein HE-Schiff. Es gibt keine HE-BBs. Ja, dann spielst du das Spiel falsch. Töte sie! Ich hab einfach mal abgesetzt. Töte sie! Das ist Molly. Weil es eine Abfuck-DV ist, wenn du guckst. Satsuma, Hakuryo und Smolenz. Ja, ich weiß, das ist ja auch von Gurka. Ich hab jetzt auch gerade um die abzupacken HE geladen für die Satsuma. Die brennt so schön. Smolensk und dennoch Reichweite gekillt. Wir haben eine Colbert. Lass mich ran. Oh, unser DD haut schon. Aha. Ey, und Alter. Sherman ist wieder. Das ist wahrscheinlich wieder so ein reiner, typischer DPM-Spieler. Ja. Wenn ich sehe, dass hier kein anderer DD ist, dann höre ich auf DPM zu spielen und spotte mal wenigstens den feindlichen DD. Oh oh! Gleich mal abfackeln den Misthaufen. Ja, ich hab AP drinne. Ach, da ist die Halland. Natürlich ist hier auch noch die Annapolis. Ja, 3115 mit. Unsere Colbert haut nicht wirklich von einer. Haarland ab, oder? Was von der Haarland abhaut? Ich ja. Jetzt? Ja. Ich töte ihn. Naja, das Problem ist, da kommt eine Annapolis rum. Annapolis? Satsuma! Die guckt so böse in meine Richtung. Nee, das, die guckt auf mich! Ja, ich bin bestimmt One-Shot. Das ist Standard beim Scheiß 9. Dinge, ja, ey, Napolis mit deinem scheiß super selben Schuss und dann noch 14.000, ey. Die Annapolis will doch da nicht etwa rumpushen? Doch, der Radar an. Ach, Lion mit AP. Die kann zugehen beim Schießen? Was, Lion mit AP? Ja. Das kann man tatsächlich machen. Lion, wie auch immer, die Neuner. Ja, Lion. Kommst du an der Annapolis dran? Ich komm da rüber, ja. Perfekt. Und hab ihn gleich erstmal angezündet. Und da er hundertprozentig gleich löschen wird.
so in den Haaren? Er hat gelöscht. Unsere Colbert macht irgendwie gar nichts gefühlt, oder? Auch nicht. Wenigstens huntet die Schirme nach der Jetzt Haare. Hat er drei Brände, jetzt muss er löschen. Jetzt dreht er breit und genau jetzt habe ich AP geladen. Oh, hat er einen. Jetzt macht unsere Sherman Hydro an. Oh, er hat sein Sperrfeuer verbraucht, ne? Yep. Nein, und meine Türme kommen nicht hinterher. Aber meine. Na, guck mal, da kommen Torpedos auf mich zugelaufen. Die treffen bloß nicht. Ja, die waren von der Halle an. Jawohl, ich mach nicht mehr viel. Ich mach nur Abpraller. Ich hab nur Abpraller gerade gemacht. Die muss jetzt weg, sonst kann ich nicht zugehen. Hab schon einen. Ach, Mann, ja. Oh, eine zieht auf die Schmutzlenz. Ich hoffe, dass ich so noch treffe. Ich habe immer noch so ein Déjà-vu, wenn ich so getroffen, aber nicht genug. Die hat wieder geheilt. Unsere Schirme ist halt unser Problem hier. Der hat halt Angst vor der Kiste, weil die Radar hat, aber... Ey, das ist nicht normal. Ich muss jetzt diesen Briten da, diesen Camper mal abfackeln. Ich darf die Satsuma nicht bestrafen, ey. Wie gut ist die gepanzert? Die ist gut gepanzert. Yamato-Panzerung. Yamato rum. Ey, Yamato zieht dann leerig sonst breit. Okay, nicht aber oft. Nicht. Das Nervige ist, wir haben keinen Spot. Unser DD ist nur hinten. Ja, aber er hat die Harland rausgenommen. Also nein, das war die Colbert alleine. Nein, das war ich, die Colbert und die Sherman. Ja, die Sherman erst recht spät. Nee, die hat von Anfang an mit drauf geschossen. Okay. Aber wenigstens mal ein bisschen spotten könnte der, oder? Statt im Nebel zu hocken. Ja, das schon. Er hat Angst, da sitzt eine Smolly an der Insel und traut sich nicht rum. Weil sie hat nichts mehr zum Spotten. Ich habe erst 18k mit 27 Treffern. Hallo Satsuma, ich habe gehört, du möchtest brennen. Lass mich auch mal ein bisschen. Die Satsuma wartet auch nur auf mich, oder? Ja, ja, fahr bloß hinter der Insel. Ich bin zu. Und er brennt. Und was hat er gemacht? Er hat gelöscht. Ja, das sind die Besten. Was solltest du gegen eine Jombar nicht machen? Breitseite zeigen. Löschen. Löschen. Was sollst du gegen den Briten-BB nicht machen, der gerade HE geladen hat? Löschen. Allgemein solltest du nicht so schnell löschen, ey. Annapolis, man steht nicht full Broadside zu einer Musashi. Ich bin zu, will ich nur mal sagen, ne? Das ist ein schlechter Witz, oder? Mit? Ich brauche Artillerienrausch. Welche Schiff? Er heilt dagegen? Malboro. Ja, Adrenalinrausch macht Sinn bei der, ja. Ja, aber ich habe erstmal Tankbild halt für die Conquera. Ja. Danke, dass du geschossen hast. Darauf habe ich gewartet. Und er hat wieder Feuer aus. Und also zünden wir ihn wieder an. Ey, ich hab dich bis jetzt nicht einen Brand gemacht. Das ist auch irgendwie ein bisschen komisch, ne? Als Britenbaby. Denkt, Marlboro ist mehr ab. Ist mehr ja, auf aber ich krieg ja nicht die Breitseite richtig. Okay. Ich foko die Scheiße dazu, das ist mir wurscht. Na, endlich ein Brand! Und er hat gelöscht. Zu erwarten, sobald ich wieder. Oh, ist klar, der macht mir die ganze Zeit Zitadellen, dieser Huren, so mit seiner scheiß Satsuma. Aber du machst denen keinen Schaden, richtig, ne? Ja, egal. Dann drehen wir mal die Seite rum und dann fahren wir mal andersrum. Ich und er brennt wieder perma. Ey, ich hab so viel Pech mit Brennen machen, oder? Egal, wir gewinnen, es steht 6-1 und wir haben alle drei Caps. Du darfst halt keine Brände machen, das weißt du doch. Ja, ich gefühlt echt nicht in diesem Spiel. Ja, ist so klar.
Ey, Alter, wieso darf ich niemals Brände machen? Selbst ich fahre ab so viele HE-Kugeln. Ich mache nur einen Brand bei 80 Treffern. Das ist so witzlos, oder? Ich hab auch was hat denn dieser Summe davor? Dass sie nicht stirbt, wundert mich. Wie oft kann er gegen reparieren? Und gegen Heal? Dabei hat er eigentlich keinen schnellen Heal. Nee. Das ist so lächerlich, ey. Allein, wie viel Glück kann man haben mit den Brennen, ey? Ich versteh's einfach nicht. Ich hab lieber mal die Leinen an dahinter. Mhm. Wir haben eh gewonnen. Hab's erledigt. Aber es ist so lächerlich, oder? Das ist so lächerlich. Du machst einmal neben deinen Brand, ne, und die können wir löschen. Und der steht noch ganz oben bei denen im Team. Der hat doch nur mich beschossen. Oder? Nein, auf mich hat er nicht geschossen. Achso. Ich war doch fast voll. Der Einzige, der auf mich geschossen hat, war diese blöde Leine. Am Anfang hat dieser Zuma die ganze Zeit auf mich versucht. Okay. Und auf Frontal zieht das gedrückt. Ich habe 100k gegen den Satsuma getankt. 100k habe ich erlittenen Schaden von der Satsuma nur. Lol. Ja. Weißt du, wie viel Damage ich getankt habe? Hm? Null? Oh, endlich eine Schiffsbauphase abgeschlossen. Alter, bin ich geil. 600.000 und das in der John Bar, das ist lächerlich. Atlantico, sehr schönes Schiff. Ja, habe ich gemerkt. Nein, die Sekundär, die ist geil. Die Cheshire's Herbe sind gut. So. Ich kann auch verstehen, warum die langsam ist. Guck dir mal die Secondary an, wenn die schnell wäre, 32 Knoten fahren würde, das Ding wäre broken wie sonst was. Wenn du schliefen, was erwartest du? Irgendwo müssen die auch Schwachstellen haben, das ist ja sonst nicht Geschwindigkeit und die Geschwindigkeit geht, ey. Hallo, bist halt langsam. Aber Alter, dein Tarnwert stimmt, deine Secondary stimmt, was willst du mehr? Richtig, richtig. Und wenn die Kanonen treffen, gut, du hast nur AP. Fortgeschrittene Stahlproduktion. Du hast halt nur AP und? Was soll's? Filme Fidschi hat ja auch nur AP. Selbst die tut weh, die AP. Mhm. So, was fahren wir? Ich fahre jetzt erstmal gar nichts, weil ich gehe jetzt erstmal was. Ich gehe jetzt schon was essen. Ach komm. Oder? 7 Uhr! Nehmen wir eine Fidschi? Ich nehme ein böses Schiff. Fahr ich gerne auf 7. Hm. Wenn die richtige Map da ist. Ja, das ist das Problem. Oh, München ist geil. Ich sag ja, ich nehme ein böses Schiff. Nur, wenn du wirklich das scheiß Thema hast, das hatte ich mal, ne? Ich stelle mich an der Insel, weil ich weiß, da kommt BBs rum, ne? Was macht mein BB hinter mir? Schieb mich aus einer Deckung, schreib Tank, du Sau. Ich werde gedestrive und dann schreibt das mir, er kannst nicht mehr tanken. Gleich an Wargaming schicken, da krieg ich dann eine Woche für Pause. Normalerweise. Ja, das finde ich so genial. Also, dann fühlt er sich auf, wir verlieren nur wie eine Milch, weil er nichts kann. Wenn er selbst eine schreibt, ja, warum schiebst du ihn aus der Ecke? Ja, er muss Brot nur tanken für mich. Ich bin BB-Fahrer, ich kann das nicht. Du willst jetzt nicht wissen, welchen BB da drin saß. Na so, in der Dings? In dem Russen? Ja, Scharnhorst. Oh ja. Der Scharnhorst kann nicht tanken. Das weiß doch jeder. Junge, ich hatte einen von Oboy im Team, ne? Der hat ihn auf Englisch fertig gemacht. Ja, der wird garantiert minus 8, minus 9 Karma gehabt haben, die Runde. Ja, aber schreibt mich an, ja, wegen dir habe ich verloren und kein Kill gemacht. Ich bin der beste Spieler, ich bin Blitz 1. Was? Du warst unter mir und ich war Deathstrife. Und du hast überlebt. Junge, er hat die Runde überlebt und ist doch unter mir gelandet. Mal gucken, ob ich unser U-Boot anschieben kann. Ja, Hauptsache, die Leute können wieder schreiben, sie sind die Besten. Ja. Das sind immer die U-Boot anschieben. U-Boot unter Wasser. Nee.
Da seid ihr weggeschoben. Wo wollen wir hin? Ich wollte nach C. Ich würde vorschlagen zu C, weil unser U-Boot ist nämlich... debil. Er kann schreiben, aber fährt nicht. Aha. Und ansonsten, wenn ich das schon wieder sehe, ich vermute mal... Formation U-Boot wurde eingeleitet. Oh, ich hoffe wenigstens 30, 40 Kilometer Fidschi. Ey, das Ding ist auch so geil. Eigentlich die bessere Belfast auf der Stufe. Belfast. Schönes Schiff. Einziger Nachteil ist, die hat kein Heal. Keine Torpedos. Die Torpedos sind mir scheißegal. Der Heal ist wichtiger. Oh, Miyoko. Geh doch mal auf. Oh, der Präsident. Oh, eine Omaha. Ja, ich sag doch, der Präsident. Hier. Ja, ich hatte aber hier erst einen Schuss auf den. Oh. Ach, komm. Nur ein Overfan. Ich muss mal umdrehen. Mann, Duke of York, ich bin ein langsames Schlachtschiff und du blockierst mich. Der hat die Silbertarnung drauf oder Eistarnung drauf. Der kann nicht schneller. Der ist eingefroren. Der ist mir scheißegal, ich bin noch langsamer als er. Und der blockiert mich. Was macht die Omaha da? Sterben? Ja, der ja, ich prall auch nur an ihr ab, ey. Ich überlege gerade, ob ich auf HP umlade. Die Oma hat sich erledigt. Die Omaha ist auch ein Anfängerspieler, der das 200. Unser Team zieht sich gerade hier komplett zurück, ne? Ich sehe da eine Gneise noch auf 15 Kilometer, die möchte unbedingt brennen. Die brennt schon. Hat gelöscht. Oh, Alter. Spot wäre hier schön. Spot wäre hier wirklich schön. Ui. PI Friedlich, der ist ungesund für mich. Ja, ich behake ihn schon mit AP. Oh. Neisenau, die gelöscht hat, brennt jetzt Perma. Das ist schön, das gibt Damage. Dreht ab. Perfekt, und die fährt schön breit, die Neisenau, für mich. Yep. Hallo, Miyoko. Das waren schon mal 3000. Wie geht das bitte? Was denn? Ich mache auf die Gneisenau einen Overpen, bekomme aber Spawn von einer Zitadelle. Hast die Zitadelle durch einen Overpen getroffen? Ja, und macht trotzdem nur 1000 Damage? Frag mich mal mit einer 1 HP Zitadelle. Ja, die Gneisenau brennt auch. Aber mit einem Overpen. Ich kann's heute mit den Gneisenau machen. Die war Full Life, also sag mir mal, wie ich 1 HP Zitadelle machen kann. Oh, jetzt, die Kalifornien spottet für mich. Ja. Ich muss ja auch mal wieder an vorderster Front fahren. Ja. Weil es kein anderes Schlachtschiff macht. Allein, du bist das langsamste im ganzen Spiel. Ja, vor allem deswegen. Vor allem, weil die Duke auch besser wäre gegen die Shira mit seiner Scheißhütte. Jetzt kommt der Sechser rumgeschlichen hier. Die Kneisenau bleibt nicht wieder stehen, oder? Weil sie so langsam wird. Doch, die bleibt stehen. Hast du noch einen Flieger? Ah, hast du draußen. Der DD ist rausgefahren aus seiner Deckung.
Ja, ich weiß. Ja, ich bin auch aufgegangen jetzt. Könnt nicht. Ein Torp habe ich aber erfressen. Die Gleise mal pusht. Ja, die Prinzalte Friedrich schießt da eh auf einer. Du bist ein Sechser. Auf einer Friedrich. Fritschi. Alter, so viele schöne Breitseiten hier. Ja. Hier fühlt sich eine Fidschi gerade zu Hause. Nicht nur eine Fidschi. Na, Gneisenau, bremst du wieder? Ich glaube, das war's dann mit dir. Ja. Oh Mann, muss ich so viel stehen lassen. So, was kommt denn da noch rumgepusht? Ich helfe. Kommt jetzt eine Pef vor. Pef kann leider nicht gegen uns beide. Okay, Pef ist voll abgeprallt. Mit allen vier Türmen. Und das auf 2 Kilometer. Hier kommt Support. Ja. Dich zu retten, muss ich mal leider meine Deckung aufgeben. Ich helfe dir schon. Ach, da komm. Gerade hat die Pef echt Glück, dass ich nur abpralle. Ja, die ist relativ stabil vorne. Nein, Breitseite! Den anderen Torwerfer kann sie erstmal. Naja, gut, brauchst du nicht mehr. So, jetzt ist die Gneisen auffällig. Pef und Torps? Pef? Er ist die Heinrich hat Torps. Pef ist ein Premium-Schiff, was keine Torps hat. Ja, ich meine, ich hab's gerade mit der Mackissen verwechselt. Oh, du Ey, Alter! Trotzdem Problem. Ah, ich bin tot. Bergwarnung, obwohl kein Berg da ist. Na, immerhin 2,5 Millionen getankt. Die interessiert sich gar nicht für mich, die Schadhorst, oder? Die Gneisenau meinst du? Ja. Nö. Die hat noch eine Duke of York da vor sich. Mit wenig Leben. Aber ich tue ihr jetzt richtig weh. Jetzt ist sie nämlich in der richtigen Entfernung für mein AP. Jawohl! Wölchen, hast du Hydro? Ich hab Hydro, ja. Komm zu mir. Ah, der ist raus, der DD. Ja, das war mir schon zu erwarten, weil wir haben nur noch den DD und die Miyoko hier. DD weiß ich nicht genau, könnte hier sein? Oder hier? Von den... Ich bin zu. Er ist oberhalb von mir. Bist du offen oder was? Ja. Also er kann nicht auf dieser Seite von der Insel sein, der muss auf der rechten Seite sein. Oder links Richtung B unterwegs. Ich glaube nach B. Er hat getorbt. Jetzt bin ich zugegangen. Musst du das Cap noch mitnehmen? Ah, der DD spottet mich noch. Der hat unsere Omaha rausgetorbt, der ist hinter uns, guck. Ja. Das habe ich ja gesagt. Na, da kommen die Torps von der anderen hinter uns. Wie viel Reichweite hat die Shiatsuya mit Torpedos? Ich habe hier erstmal eine Miyoko, die noch sterben möchte. Die schaffen wir locker.
Alter, hat die Glück? Ja. Aber die haut auch voll im Berg. Oh, ich mach mal kurz mein Spiel neu starten. So, ich versuche jetzt mich zu. Ich bin zu. Ich bin offen. Weißt du, was ich jetzt machen werde? Ich fahr mal zurück. Du bist dafür schnell genug. Wenn ich ihn aufkriege, kommt er nicht mehr weg. Ich bin schneller als er. Also hier oder hier müsste er sein. Ja, ja. Ich habe halt Torpedos in die untere Ecke hingeschickt, ne? Mhm. Eigentlich müsste ich ja die Miyoko spotten können, ne? Die hat auch einen guten Tarnwert. Ich bin offen und er ist im Cap. Gibt Makas und er ist rausgefahren. Ja, so wie ich es gedacht habe. Torpedos voraus. Alter, ich treffe diese Miyoko nicht. Die Kugel fliegt immer rechts, links daneben. Alter, macht unsere Königin überhaupt mal was? Weiß ich nicht. Ich vertreib den Debos wieder. Und ich bin zu. Alter, dieser Moriyoko hat echt viel Glück, dass sie nicht richtig getroffen wird, ne? Ist egal. Na endlich, ein Abpraller. Hier mich mal hinter der Insel verstecken im Cap. Einmal alles. Ja, ich weiß noch nicht wo. Ich auch nicht. Und gegen das bin ich ziemlich machtlos. Ich habe nur Werfbomben dabei. Ah, A4. A4? Oh. A4, das ist da hinten. Wollen wir doch mal gucken, ob wir wieder offen sind. Also die Shiratsu ist weggefahren. Ja. Die hat kein Interesse mehr am Cap. Will wer das B-Cap oder mich? Nee, der ist schon. Ich fahr hier schön Kreise. Ich hasse Kartenrad-Clipping. Ich gehe nicht mal auf, wenn ich schieße.
vorbei. Die Shiratsu ist weggefahren und das U-Boot war wohl AFK. Ja, A1, A4. Ja, das wird auch gemeldet. Ja, sie ist an den Base AP. Ich hab überlebt, ich bin der Beste. Ich bin Mario als U-Boot. Fiji, immer noch ein geiles Objekt. Ja. Bitte als Premium-Version mit Kriechnebel und Radar. Das ist so eine schöne Stufe, Tier 7. Mhm. Ich hab da noch ein Forschungsschiff. Oh, Sarah, schöne Schiff. Mua. Auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite aufpassen, was du machst. Ach, was? Ich habe immer noch meine Flachskillung drauf. Ach, scheiß drauf. Deine Möse stinkt nach Affenscheiße. Denn ich verprügel dich mit ner Fidschi. Kämpft nicht da? Wollte. Oh. Ey, aber es muss immer an einen Tag geben, wo du mit einem Schiff genauer eine 0er PR machst, oder? Wieso? Naja, ich habe immer ein Schiff dabei, was so richtig schlechte PR hat. An dem einen Tag. Ja. Ja, was willst du machen? Landing Train, alles steht hinterm Nebel, setzt BB auf 7 Kilometer, schießt aus dem Nebel raus und geht nicht auf. Echt die größte Scheiße. Hab nur gerade was auf der Seite von WG gemacht. Oh. Stammzellenforschung? Nee, ich dachte mal, es wird Zeit für einen neuen Nick. Ah. Das sieht man erst beim Neustart. Scheiße. Ja. Er heißt jetzt Mr. Dilo. Nein. Der Dilo-Zocker? Nein. Wir sind verloren, wir sind am Arsch. Ich kann ihn aber gleich mal in den Divisionschat reinposten. Ein Hoch, dass ich die T10 deutsche Hydro habe. Hast du 6 Kilometer Hydro oder was? Ja, und Kriechnebel. Das ist sowas von unfair, das ist OP. Auf 7. Oh, das ist mein neuer Nick. Ich muss es erstmal reporten. Macht noch jemand einen Clip? Wo wollen wir hin? Nach A? Ich habe in die Richtung eingelenkt, ja. Perfekt. Oh, Florida, so ein schönes Schiff. Und dann auch noch. Allein auf Mimi-Bild. Ja, und dann noch schön mit der goldenen Adler-Tarnung. Ich hab meinen auf Secondary, ja. Geht's eigentlich alles auf Secondary? Nein. Also gestern habe ich die Sarah gespielt. Die hat ja einen tollen Tarnwert von 12,2 Kilometer. Stell dir vor, ich habe 2 Solo-Caps geholt. Warte mal, irgendwas kam gerade? Hab ich gerade... Scheiße, genau Discord-Chat im Weg gewesen. Wer immer gerade was gemacht hat, ich hab's nicht gesehen. Ich glaube, ich hab 9 Follower, ne? Ja. Alter, Koshiki 1963, danke so schön für das Follower. Oh. Aber ich muss immer noch sagen, das ist das beste Update gewesen mit der Grafiküberarbeitung bei dem Schneegebiet mit den Schiffen. Ah, das habe ich jetzt gesehen, Piat. Ah,
DD ist schon ein Cap. Was wettet ihr? Ich sag, das wird die Triago sein. Nee, kann nicht sein. Nee, das muss die ZF6. Jetzt reden alle um. Scheiße, ZF6. Warum? Die hat zwar einen Reload-Booster, aber Semi-AP mag die auch nicht. Nee. Echt jetzt? Mach mal Hydro an. Die Riga hat Hydro an, aber kein Radar. Ja, vielleicht wartet sie. Vielleicht ist Radar zu teuer für sie. Ne, Yoshi? Ach, du bist Micha. Scheiße. Aber ist auch kein BB oder so offen, ne? Jetzt macht sie. Ah, guck mal, sie hat auf mich gewartet. Ich komme da nicht ran, weil... Oh, da hinten ist ein... Ich platze aus allen Ecken Schiff. Du meinst die ZF6? Nein, die Sejong. Achso. Nein, 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 nicht vom Bildschirm, du kleine Katze. Doch. Ui. Hat er Reload Booster aktiv? Rettet sie aber nicht. Die ZF6. So wie die Murmeln fliegen, ja. Ich finde sie so geil in 1 vs 1 gegen andere DDs. Und wenn die jetzt da rausfährt, ist sie sowas von tot. Die ZF6 ist tot, wenn sie da weiterfährt. Hm. Die hat Glütchens drauf. Die hat sich gerade ein bisschen hochgeheilt. Ja. In die Zelten. Weil er geht nicht zu, ich mach den Kamera auf. Bin zu nah dran. Komm. Geh auf. Schön, unser DD sitzt im Smoke und macht nichts. Ich werde mich in dem Moment nebeln, wenn die Kiste zu tot ist. Ich bin gerade mit meinem Nebel abgehauen. Warum bin ich eigentlich schon wieder das vorderste Schlachtschiff? Weil ich mich gerade zurückgezogen habe. Aber warte mal, ich bin Kreuzer. Ich bin. Ja. Sollte denken, sprechen. Töte. Und das gibt extra EP. Ich bin ja nur ein kleiner Siebener. Ja. Ich habe die um 12 KHP niedriger gemacht, die ZF6. So. In diesem Nebel da hinten, da saß diese Sejong drinne. Und die lebt leider noch. Da ist er wieder. Oh ja. Die ist sowas von weich, diese Mistkarre. Oh ja, fahr so weiter, fahr so weiter. Oh, noch ein Treffer. Naja, siehst du, was ich sehe? Torpedos? Ja. Das ist, was der ich nicht habe. Der schleichende Tod wird erfolgreich zuschlagen. Ja, ich wünschte mir, ich hätte den schleichenden Tod. Naja, kommt da noch raus. Schade. Das wäre jetzt mal Timing, Riga nach vorne zu fahren, AP zu laden und dein Radar einzusetzen. Ich glaube, das macht er gerade. Wollen wir hier rumpushen? Ich? Mit meiner? Ja, auf die Kiste? Hm, hm. Ich habe Hydro an. Der hat Tiefentorps, das musst du, darfst du nicht vergessen. Ich habe 4 Kilometer Ortung von Torpedos. Und in 10 Sekunden Nebel. Wenn jetzt das Radar der Riga dazu... Ich liebe diese Riga. Jupp. Aber wir werden wohl von der Sejong nichts mehr abkriegen. Weil die hat gebeacht. Und wir gehen nicht auf. Ich prall ab! Jupp. Hatte ich auch gerade eben. Aber ich gehe gleich auf. Mein Tarnwert ist zu schlecht. Scheiß Kansas. Wir haben nicht einen Cap bis jetzt. Und die haben keinen DD.
noch, wir holen noch Quad C. Oh. Alter, Kansas geht ganz schön oft zu dafür, ne? Ja, weil ich immer wieder in den Nebel reinfahre. Ach so. Gute Idee. Ich hab gerade leider... Oh, da ist eine Ruprecht auf 12 Kilometer. Ich werde nicht mehr schießen, ich fahr nach Süden weg. Oh, komm, als ob das Ding genau einen Werfer hier hingeworfen hat. Ich bin tot. Aber irgendwie machen unsere anderen Schlachtschiffe hier auch null was, ne? Wegfahren! Da geh ich lieber in den Freitod. Allein unsere Alabama, null Support, ne? Fahr weg! Das Gute an Hubrecht sind, die sind weich. Yep. Komm aber nicht mehr ran. Hat die Kenneth gerade wirklich unsichtbar geschossen, kurzzeitig? Ja, die ist zu gewesen. Statt die Alabama so hilft, ne? Gar nicht. Er schießt HE. Ja, dann haben wir die Niederlage auch mehr als verdient. Ja, wir hätten winnen können, aber die BB ist mal wieder nur hinten. Wir haben zwar jetzt inzwischen die Caps. Ja, das Problem sind die BBs. Und ich bin tot. Oder wie war das so schön? Keine Tarnpanzerung ist die beste Panzerung. Ey, Ruprecht! Das tut weh! Komm, den kriegen wir noch down. OP, nerf die Torpedos. Der schleichende Tod hat zugeschlagen. Ich wünschte mir, ich hätte Torpedos. Ach ja, übrigens, erstes Blut habe ich auch wieder, ne? Das ist das dritte Mal heute. Ne, insgesamt das vierte, da wart ihr ja noch gar nicht dabei. Ich wette, unsere, ja, unsere Belma steht breit. Kriegst du sie jung? Wenn ich mir die Position merke. Die hat genebelt, ne? Ja, ich hab mal drauf geschossen, aber ich muss jetzt hinter die Insel. Weil die haben mich sonst lieb. Ich hab noch einen schleichenden Tod, einen Schleichnebel übrig, Mann, den schleichenden Tod. Den habe ich auch. Ah, Hydro läuft schon für die Alabama, damit die Torps rechtzeitig sieht. Ja. Full Life Duke of York. So eine blöde Duke of York jetzt. Ja. Ja, meiner wäre auch ready. Oh, gucke mal! Groning, minus 1. Absolut minus 1. Also sich von der Amalfi raustorpen lassen, im DD. Hab ich schon mit einem einzigen Torpedowerfer meiner Shiba geschafft. Mit einem einzigen Torpedo. Okay, sie war maximisiert durch meinen Divi-Kollegen auf DDs. Ja, aber was hat eine Amalfi? Schleichenden Tod. Der Xingyong ist ganz nah an mir. Ich bin offen am Schießen. Bin jetzt auch offen. Da ist er. Erstmal halbes Schiff weg. Oh, der Reichweitenflieger hat richtig, richtig gut geholfen jetzt, ne?
Jo, und ich bin tot, das war zu erwarten. Schießt auch keiner auf die Sing-Yong irgendwie, ne? Die platzt ja so leicht. Normalerweise. Alter, wie viel Nebel? Die hat doch schon 8-mal genebelt, oder? Nee, 6 Nebel hat sie. Gut. 1900 noch. Komm schon. Ist sie tot. Nee, doch. Ha, ich hab der Hauptbatterie-Reichweite. Yep. Dann so nett, die drauf, ja? Ist mein Venezia-Kapitän. Na klar. Auf Flak-Bild. Also ich habe ein Hybrid-Bild halt auf meiner Venezia. Oh, alles ist geskillt. Ja. Die Flak der Venezia ist gut. Mit den Kriechnebel gut kombiniert. Und unsere Riga hat das zeitliche Gesicht mit. Macht Bimitz mich jetzt an mit gut gemacht? Ja, sorry, ich bin kein BB-Fahrer. Ich bin nicht die ganze Zeit an der Front. Ich habe nur 4 Reichweitenflieger und 2 Hydros. Könntest aber wieder verdeckt da hinten auf der Linie Richtung C fahren. Richtung A fahren, meine ich. Ja. Und weil die fahren nämlich durch die Mitte und dann kannst du dir von hinten A wieder cappen. Und eventuell noch was in die Breitseite reindrücken, wenn sie da durchkommen. Deswegen lade ich jetzt auf AP. Das ist nämlich eine York und eine Azuma. Die York schätze ich kommt von oben, hätte ich jetzt gesagt. Nee, da kommt sie schon. Zack. Ja, aber nicht Breitseite, wie ich es erhofft habe. Naja, unser Alabama, der... So, 4000 auf die York. Die kriegt jetzt richtig einen reingedrückt. Nö, kriegt sie nicht, weil unser Alabama kann einfach nicht spielen. Du kriegst aber was für Feuer von der Kansas, musst ein bisschen aufpassen. Ja. Gleich nach unten abdrehen. Ich drehe nach oben ab. Ziel müsste jetzt die Azuma sein, hilft alles nichts. Zack. Oh, die schießt HE. Ja, das tut trotzdem gut weh. Aber ich auch. Nur Abpraller? Na, 3000 hast du gemacht. Ein Witz eigentlich, oder? Ja. Nimm Semi-AP, machst du mehr mit. Ja, hab ich gerade. Gut, dass der HE schießt. Zack. Aber halt ohne Support mal wieder, ne? Ja, ja, was willst du machen? Aber die Amalfi geht noch raus. LOL! Jetzt hat der AP geladen. Jedenfalls Ramin. Das ist jetzt der größte Witz gewesen, oder? Ja. Wie viel Glück kann man bitte schon haben? Auch diese Zion. Zion hat ja Malfi rausgenommen. Er hat aber erst geschossen, wo ich tot war, oder? 117.000. Die Amalfi hätte, Azuma hätte raus sein können, ey. Alter, und ich prall dann nur ab, ey. Das ist so ein schlechter Witz. Was macht denn unsere Pommern in den Tod raschen oder was? Ja, unsere Sion ist auch nicht besser. Er hätte mitschießen können, ganz hätte auf der Azuma, oder? Die rausgenommen. Die ist noch da, die Azuma.
Ja, aber der hat die Amalfi rausgenommen. Ach so. Der kriegt Großkaliber? Ja. Jo, ich habe auch viel mehr geschossen als er. Aber der geht da hinten halt drauf. Tjokofjok hat immer noch Hydro. Jetzt schreibt er, reportet mal die Divi, die war scheiße. Welche Divi? Alter, Doppelpommern-Divi hat so reingekackt, oder? Ah, es ist so ärgerlich mit der Azuma gewesen, dass der so überlebt hat, ne? Ich hätte doch auf AP umladen sollen, da hätte ich bestimmt noch eine Zitadelle rausgehauen. Aber es ist komisch, so breitseitig der Stand hätte ich doch mehr Schaden machen müssen, ne? Nein! Nein, oder? Bitte sag mir nicht, dass es jetzt genau das gemacht passiert ist, was ich gerade gedacht gesehen habe. Die Duke of York? Ja. Ist in den Torpedos noch reingefahren. Und die Kansas ist so langsam und die Azuma ist am Weglaufen. Also die haben wir per Punkte gewonnen. Ey, aber 117.000 in T9 ist schon mal schön, ne? Ich hab zwar nur 32.000, aber 2 Kills und DD getötet und 9er DD getötet. 9er DD runtergeballert wie sonst was. 9er Kreuzer runtergeballert wie sonst was. Und 9er Schlachtschiff getötet. Ja. Und dann ist die Pommern Erster. Beide. Das wär's, ne? Naja gut, die haben C gehalten. Das muss man denen zugute halten, ne? Das war eigentlich mehr die Minz. Mit die Minz. Komm schon, das muss ein Win werden. Und jetzt, das wird so, auch ein Win. Jetzt so Blend Death Strike von der Kansas. Stell es mal vor, Blend Death Strike von der Kansas. Was war die Seng-Yong nochmal? Ach, die modernisierte Atlanta, ne? Nee, das ist hier panasiatischer Kreuzer. Ja, die modernisierte Atlanta mit dem Montana Secondary Turm. Wenn du anschaust, das sind die von der Montana. Jetzt muss die Kansas so vor ihnen auftauchen. Wie kam der denn hier so schnell hin? Motorboost. Was soll diese Scheiße? Warum macht er so Müll? Ich glaube, er toppt nach RPF. Ja, aber... Die Azuma, wenn kann ich ihn nicht mal einholen. Der hat ein Concealment von 9 Kilometern. Wegfahren und gut ist. Weil die Cops, wenn die gespottet werden, können die direkt schon... rausgeben. Alter. Schwede, ey. Das war viel zu knapp. Spannendes Gefecht. Okay. Oh? T7 rockt. Ich glaube, die Minx wird sich ärgern. Ich habe 3 Kills und bin Zweiter. Boah, die feind sich Amalfi. Wow. Er hat 6500 Gefechte, die Minx. Und selbe Winrate, fast dieselbe Winrate wie meine Wenigkeit. Kriegt einen Report. Und der Letzte in unserem Team, der hat 163 Gefechte. Schön, ich wurde gelobt. Nicht. Wie viel muss ich denn noch? 40.000? Ich brauche noch 105 bei der Kiste. Ja. Aber jetzt konnte ich mal wenigstens schön die Werft heute mal ein bisschen pushen. Die erste habe ich schon fertig. In 2 Tagen war das nächste. Die zweite sieht auch schon ganz gut aus. 31 Torpedos bis jetzt entdeckt. Was muss ich als Kreuzer eigentlich machen? Oh, Torpedotreffer oder zerstört? Wollt ihr mich verarschen? Dann gehe ich mit einer Sau in den Skorb. Alter.
gut, dann kann ich erst nächstes Mal mitfahren. Los, Halti, du bist dran. Ja, ich bin gerade am Überlegen. Bis auf Superschiffe habe ich alles. Ich habe auch kein Superschiff, ja. Und U-Boot fahre ich nicht, lehne ich ab. Ich finde es komisch, dass ich immer U-Boot ins Hafen bekommen habe, wo ich auch die letzte Zeit ein bisschen gespielt habe, ich nie ein U-Boot reinbekommen. Also ich habe ein Superschiff. Womit kann man gut nerven? Gleich kommt bestimmt im Chat. Fasiv. Wenn es die richtige Stufe ist, könnte das sogar passieren. Ach komm, wir bleiben bei ITA. Aber noch eine andere Stufe. Sechser. Duka ist schön. Duka war mal eins der geilsten. Sehe ich super Signale drauf, ne? Damals noch mit EFAE war die Duka richtig stark. Obwohl die AP auch übertrieben ist von der Kleinen. Komm her. Komm, wo bist du? Hinten rausschießendes Schiff. Nürnberg? Ich wusste. Du weißt ganz genau, dass ich Königsberg und Nürnberg gerne spiele. Ich liebe die beiden auch. Ich habe ja auch noch eine Makarov mit extrem guten Stats. Ja, die habe ich auch im Hafen. Ich find's komisch, wo sich jeder beschwert, der Weihnachten mit einer Makarov. Ich sag's euch doch vorher, dass ihr überhaupt ein Schiff kriegt. Ihr habt 20 Euro gespart. Allein aus dem Gratis kommt. Und verdient Schneeflocken, wenn das sein muss. Ey, Alter. Und fass es dir ja nicht an. Ich fass dich sonst... Ich ja lieber eine Nürnberg. Gut, das ist ja... Das ist die alte Nürnberg, ne? Weißt du? Mit dem C-Rumpf, den Makarov. Ja, die... Muss ich nachgucken. Vermisse ich den Rumpf. Das ist den Flakrumpf der Nürnberg. Der war schon lustig zum Trollen. Ja, ich spiele lieber den Top-Rumpf. Boah, Alter, wenn man sich die Anfangszeit bei mir World of Warships mal angucken würde, ne? Ich und der Nürnberg waren keine Freunde. Das ist mein nettes MM. Aber ich bin auch Landesverräter, ich habe eine Hitler-Flagge an meinem Schiff, ja? Habt ihr das alles verstanden mit dem Rework von der Ökomini, mit dem Premium-Kamus? Manche sagen, du behältst die Werte, werden nur als Extra-Bonus sein, und andere sagen, die Werte werden komplett entfernt. Ich überrasche, wie das ist. Oh, die Nürnberg-Perma. Komm her, ich will Kratzerei machen. Ich bin gerade meine Nürnberg nicht in die Stadt. Master Noob! Das ist der Ober! Ja, Master Noob! Ich lade erstmal AP. Nö. Ich habe 1000 Meter pro Sekunde AP, die fliegt einfach dreimal so schnell wie meine HE. Und die Aoba schießt auch HE. Ja klar. AP meinte ich. Ja, auf dich. Ich bin zu. Dann war das auf mich, aber... Haben die gedacht, dass ich Breitseite da weiterfahre, oder was? Ja. Es ist Nürnberg, es zielen zwei auf mich. Oh, guck mal, was da ist. Gut, HE muss her. Der ist zugegangen. Ich sehe nichts mehr. Irgendwas zielt immer noch auf mich. Ha, blinde Idee erwischt. Die Andromeda? Die Doria, nö. Die hat auf die Bayern geschossen. Hm. Könnte die nur Novorossiysk sein dahin? Ey, Alter, sie direkt abdrehen, oder? Ja. Weil sie wissen, dass ich da nur einen Turm habe. Oder die haben Angst.
Königsberg! Die Erober kommt nicht an mich ran, das ist gut. Königsberg hat einen Turm weniger. Mal gucken, welche Kugeln schneller da sind. Meine oder die von der Fuso? Oh, Fuso. Hat noch einen Turm weniger. Damn. Ja. So. Kann ich wieder auf, auf den Zerstörer wirken? Weil der offen ist. Und ist momentan zielt auch keiner auf. Ey, Breitseite machst du nur Abpraller, ne? Aber sobald die irgendwas anderes zeigen, triffst du übelst, ne? Ja. Fubuki? Chip happens, wenn B-Side. Okay. Er hat erstmal das bekommen von mir, was er verdient hat. Ein Feuerchen. Der hatte mich nämlich böse angeguckt. Da kommen schon wieder so viele Torps auf mich zugelaufen. Das ist doch hier die T22 oder Fubuki? Fubuki Torps, die sind so langsam. Oh, jetzt brennt er schon an zwei Stellen mit seiner Novoris. Und hat gelöscht. Hallo? Achtung! Oh oh! Italiener guckt mich böse an. Ja, der hat auch böse auf dich abgesetzt. Ja, aber ich war Vollbremsungsmodus. Hat ein Brand gelöscht. Das ist gut. Der weiß schon, dass hier ein Nürnberg ist. Ich wollte gerade sagen, wo ich die Explosion gehört habe. Welche Nürnberg? Er hat dich mehr lieb. Oh, jetzt hat er sich genebelt. Ist so klar. Ha, er brennt. Hat gerade auf mich der Russe geschossen? Ist auf dich auch. Ey, auf mich breit er ab, ne? Breitseite. Aber der... Ich hab ihn nicht getroffen. Hm. Hey, beide Sturkopf. Gucken jetzt auf mich, weil ich offen bin und du nicht. Ja, ich komme auch längst mehr ran. Ich komme an den Russen noch ran. Aber die geben das bei mir anscheinend auf. Ich habe noch nie einen Kratzer. Das hasse ich dran. Dass nur noch Abhaugefechte gibt es in diesem Spiel. Ja, die haben halt Angst. Allein, die sind doppelt so schnell wie ich. Also ist er zugegangen? Ist er gerade zugegangen? Ja. Der hat lange nicht geschossen. Und er hat gelöscht. Hm. Na, guckst du mich wieder böse an? Und er brennt wieder. Au! Spontane Zieger kassiert. T hat gelöscht. T ist tot. Nein, hab den Torpedowerfer noch rausgeschossen. Meiner. Was? Ey, komm schon. Mist, den nehme ich mit. Ey, wie viel Glück hat der gerade, dieser DD? Ich muss jetzt mal das Heck zum gegen Schlachtschiff bringen. Ja, ich bin weg. Habe ich was gesagt? Oh, DD schießt. Jetzt bin ich weg. Ey, aber es war doch jetzt erbärmlich mit DD, wie oft da alles daneben ging plötzlich, ne? Ja, die Runde sollen wir auch verlieren. Mhm.
38k nur gemacht. Die sitzen ja alle nur hinter diesen Felsen wieder, unser Team. So, hier ist noch ein bisschen Nebel von der Gede. Dankeschön. Das ist so erbärmlich, und, ey. So, ich lebe noch. Wäre ich denn die Idee gewesen, ich wäre nach der Salve, ersten Salve weg gewesen, oder? Komm schon, Fuso. Da steht dein Name drauf. Jo. Natürlich kein Feuer. Ist doch klar. 70 Treffer, 4 Brände, das ist wenig. 90 Treffer, 4 Brände. Kennst doch, die Idioten dürfen noch Brände machen. Du siehst hier die New Mix, die Furutaka und die Wispy hinter den Inseln. Die ganze Zeit schon. Sind ja auch Insel-BBs und Kreuzer und DDs. Die haben Angst, die Oktober ist halt OP, das ist ein halber Russe. Ja, unsere Fuß ist jetzt auch weg. Da ja. Der hat so Glück gehabt, oder? Aber was willst du machen? Alter, New Mexico haut echt von Oktober ab, oder? Nur weil mein Chip keine Zitas drückt. Ja. Nur weil du die DD die ganze Zeit verfehlst auf 5 Kilometer urplötzlich, ne? Als ob der so einen Anfänger-Extremschutz bekommen hat. Oder? Alter. Und wegen unseren 3 Inselhocker da hinten, ne? Ich gehe da raus, die Runde kotzt mich an. Ja. Ab den Hafen. Der Hafen hat eine bessere Übersicht. Und ist ein besseres Team. Nach so einem Team braucht man ein Stück Schokolade, die Schokolade sich nicht öffnen lässt. Schön. So. Wieder eingewaschen. Zweites Schiff. Okay. Jetzt kommt ein Kasa. War eigentlich erstmal eine Idee, aber nee. Was, Mikasa? Jo. Habe ich keine Probleme mit, im Gegenteil. Alter. Oh ja, das ist die richtige Stufe für eine gewisse Art von Spiel. Welches Spiel? Muss nur schneller sein als jemand anders. Warum? Ich habe keine Lexington. Ach, du hast keine Lexington. Oh doch, habe ich. Ist er neben Enterprise, Hornet und Saipan? Hm. Was könnte man schön nehmen? Ich muss die noch durchzocken. Ich brauche den Zehner noch bei den Amis. Nein, kriegst du nicht. Oh doch, irgendwann. Wenn ich Nein sage, heißt es Nein. Irgendwann. Du bist schon so böse genug. Wieso die Mitte ist von Schnackblau? Ach ne, ich mach die alte Midway. Sorry. Ne, die Midway mit den AP-Bomben. Oh, und richtig. Ganz ruhig und den Hipper. Hätte ich ja auch die Parsewahl nehmen können, wa? Nee, passt schon. Exit mit deutscher Flagge. So, richtige Kamm und richtiger Captain drauf. Ja, Hipper ist ein lustiges Schiff. Aber leider viel zu gealtert. Seitdem ich die München, Mainz hab, spiele ich keine Hipper mehr. Ich habe eine Eugen, die reicht mir. So, wer hatte die Idee mit T10 von euch beiden? Ich nicht. Ich habe nämlich einen 8er CV. Ja, siehst du bist schuld. Was soll ich mit dem Gegner schon Bart ausrichten? Hallo, ihre AP-Granaten haben ein größeres Volumen als eine Yamato. Mann, und dabei jetzt nicht so lachen, ist auch ein Witz. Hört mein CV auch los? Ich habe Autopilot gesetzt? Nein. Es wird dir jetzt so ergehen wie mir letztens, nur mit den 3 Yamatos und 2 Shikishimas. Doch, jetzt los. Hipper, wo willst du lang?
stell mich zu den Haitier. Okay. Also wir haben nur ein DD. Ja. Hallo Probeda. Eine Halland sogar noch, das ist gut. Ja, ich muss auch AP laden. Guck mal, ich hab die ganzen Zehner gefunden. Töte die Montana. Bitte! Mit dem 8er CV, mit der letzten? Dankeschön. Töte die Elbing. Das hab ich vor. Mit der Alabama zusammen gleichzeitig. Oh, die arme Podea, oder? Und? Oh, ich hab sie sogar getroffen. 3.500. Nicht schlecht. Sie hat sogar wegen dir genebelt, glaube ich, oder? Weil sie ordentlich aufs Maul gekriegt hat. Weil sie nicht, was sie jetzt tun muss im 10er Matchup. Only Spot. Ach, ich bin in der Fandara, also. Flugzeugträger, viel Spaß. Jöger hat mich gesucht. Naja, geht auf mich. Das wird auch richtig wehtun. Aua! Tu den Flugzeugträger weh. Er hat mir wehgetan, er hat mir 5 HP geklaut. Er hat an mir 2 Flieger verloren, das ist noch peinlicher, oder? Ich sehe eine Amalfi, kannst du mal was gegen die tun? Komm ich nicht dran. Die fährt auch gerade von mir weg. Also sie fahren alle außerhalb meiner Reichweite mal wieder, perfekt. Na, Cleveland komme ich auch nicht. So, Elbing, ich hab dich lieb. Das sage ich dir jetzt schon. Aber ich schieß mal auf eine Alabama. So, Cleveland mit einer Mummel getroffen, er brennt. Perfekt. Eine Kugel, 2 Kugeln in die Alabama getroffen. 1080. Einmal die Elbing halbiert. Perfekt. Ich brauch EP. Es fliegt ja auch wieder an, das ist mir wurscht. Ich hasse das, wenn du dauernd keinen guten Winkel kriegst. Oh, Kurfürst brennt auch, schön. Hast du Spaß, Champ? Hä? Hast du Spaß da drüben? Ja. Also mein Hai wirkt wenigstens. Danke. Hallo, Alabama. Oh ja, die Amalfi tritt breit bei meiner Salve. Und ich mach noch Overpen. Das ist so witzlos. Nee, das ist mir also. Alter, du hast 305 mm, ne? Und schaffst es nicht, eine Alabama, eine Amalfi durchzukommen. In die Sita. Meine Flieger haben gerade eben ganz komisch gedreht. Der musste sie zurückholen. Internet kurze Probleme gehabt? Weiß ich nicht. Ja, der Ping springt zwischen 30 und 36. Ja, wenn du starke Ping-Schwankungen hast, kommt das oft. Kotzen wieder hier. Alabama brennt. Der wird gleich kotzen. Oh nein, die Amalfi ist jetzt zu. So. Geht er nah an der Insel? Er geht nah an die Insel. Das ist mir wurscht. Mach mal die Elbing lieber. Jupp, der wird auch Tops essen. 2 Stück. Das ist die andere. Und der Blinde hat auch noch getroffen in der. In der Alabama? Ich komme nicht dran, ich zu. Das macht nichts. Wichtig ist, das Drecksding raus. Da kann unser Halland nämlich arbeiten.
Wenn man die Amagi mal helfen würde, nicht nur hinten rumstehen würde. So, Alabama, du fährst immer noch rückwärts. Fuck! Und das war's für dich. Ja? Oder auch ich? Doch. Zum Finishen ist die Brandenburg gut. Ich muss mein TV mal wieder bewegen. Oh, Alter, diese Amalfi. Ich komme. Jetzt ist der Neuner, oder? Achter. Wieder Achter. Den habe ich ja dann auch irgendwann demnächst. Der ist gut. Nervig. Und gut. Weil ich habe jetzt mal hinten rum einen Kurs gesetzt. Ich fahre mit meinem CV immer gerne durch die Gegend und bleib nicht stehen. Oh, guck mal, wer da ist. Breitseite. Also jetzt müsste mal die Zitadelle scheppern, oder? Das sollte es mit der gewesen sein. Ey, es ist nicht wahr, oder? Wie viel Glück kann man haben? Ich vorhin krieg bei jedem Treffer Breitzeit in die Zitadelle rein, ne? Und lass ich 188 drauf. Ich hab ihnen noch zwei Pens gegeben und die haben keinen Schaden gemacht. Ey, das ist doch ein Witz, oder? Wie viel Glück kann man haben? Oder? Bullshit. Na gut, jetzt ist er weg. Ja, aber hast du ja gesehen, ich habe ja auch noch zweimal gehittet. Jo, ich soll keinen Kill machen. Ich auch nicht. Hm, was machen wir denn jetzt? Die Linie ärgern? Ja. Wir gehen nämlich ein wenig die Ziele aus. Und warte, die nebelt. Die nicht nebelt. Abpraller auf der Venezia, ja. Macht nichts. Stalin hat kein Radar, wurde ausgebaut. Gegen Hydro. Dankeschön. Oh, die dreht nach unten? Mal gucken mal, wer da steht. Und die Flak aus hatte. Hat. Dankeschön, Venezia. Ich habe zwar Schleichtops, die dir nicht treffen werden. Oh doch, ich habe hier das Ruder zerlegt. Ja, ich gehe mal kurz auf Yoshino, ne? Ja, die rotzt mir alles vom Himmel runter. Ja. Ich bin gebeatscht, nicht gut. Die steht so breit, die Yoshino. Da müsst doch selbst 305 reinrotzen, oder? Champ, wie viel hast du gemacht an Damage? 80k. So, in Ordnung, in der 10er Runde. 6 ja. Abpraller. An der Yoshino Breitseite. Das Spiel mich verarschen, oder? Das ist ein 10er. Meine Iggy haut mit denselben Geschützen da den Zitadelle rein. Aber ich habe auch die ganze Zeit den Crewfist abgefackelt. Na gut so, der ist auch weg. Na ah, endlich! Endlich kam. Zustände. Endlich kam die Zitadelle. Venezia hat die Flak aus, siehst du das? Ah, jetzt hat er die Flak angemacht. Vielleicht weiß er nicht, wie sie angeht. Mit der Brandenburg schießt man nur HE. Hier hat das kleine Kaliber dafür. Schön, dass sie sich gerade irgendwie von der Brandenburg zurückdrängen lassen, oder?
Naja, Stalingrad, am Alpi, Brandenburg. Und sie haben kein DD mehr und sie haben nur noch die Propeda als CV. Wo ist eigentlich der CV? Ja, der da gerade dir entgegenfliegt. Ach so, das war aktiv? Das ist eine Propeda, was erwartest du? Schnell tot? Komm schon, Ruhn, komm einen halben Kilometer näher ran. Das Problem ist, du hast noch eine Monty von vorne. Ich weiß nicht, ob ich da durch die AA durchkomme. Ich brauch da keine Hilfe. Mach die schon mal. Warte mal, was hab ich gerade gesagt? Ist genauso doof die Idee. Versuch die Ruhen. Ja. Muss die jetzt schon kommen? Ich wollte dir eigentlich noch einen Jäger hinsetzen, dass sie nämlich das nicht tun kann, was sie jetzt vorhat. Ich habe noch genügend Leben, ich habe noch genügend Heals. Ich glaube, ich kann jetzt froh sein, dass ich nicht... Hat der Kral seine Bombe von vorne getroppt? Ja. Ich kann froh sein, dass ich hier... Oh, gucke mal, wen ich da aufgemacht hab. Hello, Sir. Kann mal jemand Obi-Wan einbinden? Sein Hello, Sir passt jetzt ganz gut. Mit Heilung sollte ich da ja wohl durchkommen. So. Hallo, Monty. Ey, ich hab sogar noch die 100k geschafft. Der dreht da tatsächlich raus. Ja. Nein, das CV ist wieder zu. Ja. Da ist eine Montana in der Nähe. Da brauche ich nicht bleiben. Schaffst du die Ruhen? Mit den Bomben wollte ich ja, das ist die bessere Idee. Weil den Jambar brauche ich auch nicht wirklich anfliegen. Komm schon, ruhen. Jawohl! Oh, die Zitadelle der Gnadengöttin Belfast. Oh, ich habe als Brandenburg Torpedos? Ja! Und warte, bis er geschossen hat und dann zieh rum. Hab ich schon. T8, Baby! Genau! Warte mal, wer brennt da nicht, hallo? Keine Ahnung, ich sehe sie nicht. Nein, diese scheiß Faktor Montana gerade, ne? Ich hab mich in das Pfad reingebackt. Schulter, jawohl. Ey, ich komm nicht weg. Dieses Montana-Bug ist, Schiffwrack ist in ihr drinne. Zieh mich mit runter, wa? Ja. Das wird jetzt wehtun. Ja. Aber nicht so toll wie das. Haha, Heal! Moment. Kann ich auch! Und tschüss! Und ihr Damage-Con getriggert! Und du brennst runter, ja? Ja. Egal.
Jawohl! Da war noch meine Zitadelle dabei, aber krieg ich leider nicht mehr. Oder? Schade. Die ist der Kraken nicht vergönnt gewesen. Ja! Doch! Jawohl! Gut <Gott, ja. lacht> Damit hätte jetzt keiner gerechnet, oder? Alter Schwede! Davon wird ein Screen gemacht, locker. 2600! Hat jemand eine Tablette, Arznei und einen Aufsatzhipper für mich? Alter! Ja, Divi regelt! Halleluja, die Zehner werden sich bestimmt einen Arsch beißen, oder? Ja, guck mal so! Alter, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass... Was hat unser Magi gemacht? Hatte die Angst? Der wird die ganze Zeit nur hinten gefahren mit Full Life. Ja! Du kannst ihn dir leider nicht anschauen, weil du so streamst. Was? Wieso? Er hat nicht mal 200 Gefechte. Ja und? Ich kann mir trotzdem anschauen. Ja, eigentlich nicht. Gut, ich bin kein. Wie heißt er nochmal? CC. Oh, ich nenne ihn mal Muffi, weil ich den Namen vergessen habe. Der muss aber ein Stats-Reset gemacht haben, weil der spielt schon seit 2015. Vielleicht kann er auch eine lange Pause gemacht haben. Oder es ist ein zweiter AC. Oder das, ja. So, was nehme ich für die letzte Runde erstmal? Ach komm, ihr wollt's alle Robben klatschen, ne? Ich fürchte, ich muss die Kase auspacken. Ich pack was viel Schlimmeres aus. Emden? Scheiße. Und ich hau extra einen 10er Kapitän drauf von meinen restlichen. Das, klatsch, klatsch, klatsch. Komm. Wo hab ich das Scheißding? Moment. Erstmal Yamamoto draufpacken. Nee. Ich pack da was anderes drauf. Wenn schon mit 21er Captain. Und errate mal, mit welchem Captain? Junge. Ich musste einfach mal meine V25 mal wieder spielen, weil die Stats sind ja unterirdisch von damals noch. Mal schauen, ob sich jetzt was verändert hat oder ich sofort wieder platze. Ach ja, ach ja, ach ja. Klingt doch irgendwann an, wenn ein gewisser anderer Streamer mal seine 40 Runden einlöst, die er noch gefahren hat. Welche 40 Runden? Monkey? Oh, Monkey, was hast du angestellt? So ein Mist. Ich hab's voll vergessen. Meine Mikasa hat ja noch einen eingebauten Torp-Magneten. Hast du gerade auf dem Deck? Nee, aber rat mal, von wem ich das Schiff hab. Oh, das ist schlecht. Ach, wenn nicht, sagst du Emden, setz dein Schild ein und dann frisst du schon keine Torpedos. Ja, bleib mal beide vor mir. Da kriegst du bloß nichts ab! Ey, ich stell mir mal vor, ne? Stellt euch mal vor, ne? Die Deutschen kriegen Premium-DD mit 6 km Hydro auf T2. Und du kannst ihn noch einen Tag lang kaufen. Würdest du das machen? Ja. Nachteil ist halt keine ganzen Torps. Aber dafür Secondary. Wir kriegen ja auch kein Gefechtssichtbarkeit. Ja, aber dann bitte auch richtig machen und die Secondary von der Schliefen draufsetzen. Nee. Wir tun die Cheshire-Türme drauf. Nee, Schliefen ist ausreichend auf T2. Mit Schliefenstreuung, ja? Cheshire-Türme mit Schliefensteuerung. Ich glaube, da wird jeder kotzen. Die Secondary-Türme von der Schliefen rauf. Nein, die Cheshire-Türme sind 234 mm. Das als Secondary-Bewaffnung. Dann nimmt die Streu mit der Schliefen zusammen und reload von 6 Sekunden.
Ich glaube, da wird sich keiner dir nähern. Nee, 6 Sekunden ist zu viel. Gut. Schliefen Secondary Türme kriegst du runter auf unter eine Sekunde, die kleinen. Keine Ahnung. Hab meine Schliefen nicht auf Secondary. Ich meine schon. Wenn du meine Schliefen hat zwar die Reichweite, aber nicht die Nachladezeit. Ey, mit Adrenalinrausch und Lütchens 0,9 Sekunden bei dem kleinen Turm. Hallo, Harugumo? Das Problem ist so, wenn du in einen Infight mit der Schliefen mit der Bismarck gehst, verlierst du mit der Schliefen, weil die Bismarck-Zitadell dich zum Teufel. Jungs, meine Desmos-Zitadell hat auch Schliefens. Ja, die armen Schliefen und die Schliefen drückt der Bismarck nochmal 8 Torps ins Gesicht. Wenn die Torpwerfer bist du dann überleben. Wenn die Torpwerfer noch da sind, dann ja. Die waren doch da, aber er kam nicht zum Torp. Verliefener Schlaf. Es waren 6 Kilometer zwischen beiden Schiffen. Wir fuhren in dieselbe Richtung, er kam nicht zum Torpen. Wir kamen gleichzeitig um die Insel rum. Ich erinnere mich noch damals. Voll ausgebaute Türpes auf Secondary, 6 Kilometer. Oh, wann ist da halten. Ja, das Feature ist auch weg von der Türputz. Welches? Die 6 Kilometer? Ja. Was hat eigentlich die Türpitz noch? Die bessere Flak, ne? Ne, die hat die Bismarck. Scheiße. Vergesst nicht, die Türpitz wird aber auch mit jedem Patch genervt. Ja. Ich weiß noch, wo die Türpitz 50 Kilometer Range hat mit den Hauptbatterien. Aber Opa, sie hatte noch nie so viel. Doch, doch, Kindchen. Mit Reichweitenflieger und Reichweitenmodul. Aber was ich am meisten hasse in diesem Spiel, wenn einer Yamato fährt, mit Reichweitenflieger und Reichweitenmodul und dann noch HE auf dich ballert. Also bis aus das HE habe ich es mal eine Zeit lang gespielt. Also, wir sind im Team Bot. Wir können auch Bots töten, bevor wir überhaupt Spieler töten werden. Yay! Bot-Mikasa! Und das muss eigentlich bei der Antwort, die da vorhin waren, nicht sein, dass man da noch ein Bot-Gefecht kriegt. Hallo, wir sind eine Divi. Ich nehme eine Mikasa ein, sie schießt und ist tot. Ist das ein Plan? Wo wollen wir hin, Emden? Wir fahren mal erstmal nach C und dann räumen wir alles auf. Alter, 4,7 Kilometer Erkennbarkeit mit einem deutschen DD. Ich finde die Torpedowerfer so lustig. Ich habe nur eine Reichweite von 9,9 Kilometer. Du hast 1 Kilometer mehr als ich? Oder ist das meine Torpedo-Reichweite? Nee, meine Hauptbatterie. Ich habe die deutschen Volkstorpedos. Yay, 10,1 Tarnwert. Ja, also Mikasa, das ist für mich eine Damage-Pinata. Wenn sie mal trifft. Wenn das Ding genau wäre auf der Stufe. Ich glaube, das wäre ein bisschen zu viel. Okay, 10 Kilometer Secondary wäre geil auf der. Der hat mich gerade getroffen. Hä? Der Schemp. Ich bin die Unschuld in Person. Nein. Also von wegen Mikasa ist nicht genau. Und jetzt müsstest du dafür auch noch pink werden, so wie früher. Nee, Mann, Pink wurdest du erst bei 50% HP oder keine Ahnung was. Kann ich, wenn ich weiter auf dich schieße. Jungs, ich brauch diesen Horny noch. Oh, gucke mal, ich habe eine Tatra gefunden. Ich komme noch nicht ganz ran, aber jetzt. Nein, Liu Yang! Ich werde mich mit Tüte kontern. Dieser hohe Schusspunkt, das ist gar nicht mehr gewohnt. Das siehst du auch mal hier, oder? Das ist auch noch ein Spieler und der hat geinselt. Das ist gut. Oh, jetzt muss ich erstmal den Bot töten hier. Der Spieler ist schon wieder geinselt.
Komm schon, Volkstorpedos. Yeah, meine Granaten treffen ihn überhaupt nicht. Jawohl, erstes Blut vor Salty. Was ist da denn Schönes? Ein Italiener, ja? Ich bin offen? Doch. Doch egal. Die müssen dich erstmal treffen. Ita! Ja, ich hab's gesehen! Hinamikasa nicht Ita! Und das ist ein Spieler, die müssen wir auf jeden Fall töten. Die sind gefährlicher wie die Bots. Naja. Nee, die Bots sind gefährlicher. Ja. Ja, gerade für. Naja, da. Komm schon, du willst eine Trophäe in Soltys Waffenschrank werden. Musst du dem Bot erstmal den Torpedowerfer kaputt schießen? Ich hab den Bot in Brand gesetzt. Ach, jetzt kommt er auch noch weg da hinten. Dann werden wir erstmal diesen Inselcamper hier erledigen, ja? Ja, hilfst du mir mal? Ja, ich bin schon dabei. Was auch immer das für eine Kiste ist. Premium Ami. Ja. Also, so wie der Premium Ami eigentlich. Die alte Apur? Das ist ein südamerikanisches Premium. Aber Ami. Von den Amis. Ja, aber das Ding hat die geilste Hupe im Spiel. Weil da wirklich eine Melodie kommt. Oh mein Gott, ein Pen. Mann, ist die Mikasa stark. Stärkstes Schlachtschiff im Spiel. Junge, guck mal, ich stehe hier einfach. Falscher Shit. Gegnerische Mikasa. Ja. Torpedowerfer. Zerstörter Katori. Nochmal zerstört. Das ist der Endgegner. Das wisst ihr schon, oder? Die Mikasa. Der Beach. Lass erstmal Katori machen. Da kommt die Dings vor. Ich seh's. Motorausfall Katori. Motorausfall Longyang. Ich bin zwar noch offen, aber ich bin noch gleich zu. Da ist er wieder. Nochmal Motorausfall. Der schießt wirklich AP in seinem DD. Hat er nichts anderes oder was? Doch. Ja, ich sterbe hier, weil die Katori ganz auf mich unsichtbar schießen kann, ey. Dadurch, dank dem DD. Doch, die kann über diesen Felsen schießen? Ey, ich darf auch nicht zugehen, ne?
Oh, weg diesen Mistkorn da hinten endlich! Der fährt rückwärts da in seinen Kreuzer. Ja, in die Nebelreihe. Wie wär's mal, wenn du mit deinem spanischen DT mal spottest? So, Katori, ich hab AP. Schieß nochmal, komm, schieß nochmal. Jetzt geht er nicht auf. Ich habe einen Kill. Namikasa. Oh, das ist eine Idee. Und ich stuck an der Insel. Ah, doch nicht. It's salty time. Alter, diese Katori lebt immer noch? Ja. Warum pusht die keiner vor? Ich hätte nur noch 1000 Leben. Weil er die Idee da ist. Weil ich eine scheiß Streuung habe. Und eine Mikasa vor mir. Oh, jetzt Secondary. Jetzt geht's ab. Da kommt die andere hin. Die hat sich bis jetzt gerade eben versteckt. Und die fährt weg. Und ich habe ein Problem, weil mich die Mikasa von hinten aufmacht. Ach, die ist weg. Doppel Strike in der Mikasa! Double Strike in Amikasa. Ich habe das Gefühl, du könntest ein DD dabei erwischen mit deinen Torps. Was? Oh, ja, hallo. Schönes Ding. Hallo, hast du noch Nebel? Nein. Ah ja, dann bist du tot. Kann da ja nichts machen. Unser anderer DD ist irgendwie ganz halt nur im Kartenrand, ne? Die Romanski, die fährt jetzt mal zu unserem Mikasa hin. Ja, das aber verlieren wir. Das ist Robbenstufe, da kannst du nichts machen. Ja, aber guck mal an. Die Katori war die einzige, die ganze Zeit auf mich geschossen und mich so zugerichtet. Die hätte so oft rausgehen können, aber unser DD bleibt lieber nur hinten, der andere, ne? Ja, ja, der fährt jetzt... Katori, kannst du waschen. Katori, kannst du waschen. Die hat keinen einzigen Torpedowerfer mehr. Der ist aber schneller als ich. Und die verstecken sich gerade beide hier hinter der Insel. Ja, kannst du die Emblem waschen? Wie denn mit 17 Knoten? Fährst du eben denn hin und holst B-Cap? Mit 17 Knoten. Ja, der DD wird da jetzt rein, Jolon. Ja, der wird auch sterben. Er tobt nicht mal. Er nebelt. Ach, wie süß. Hä? Ich hab den Mikasa den Torpedowerfer permanent zerstört. Der Katori? Ja. Guck mal. Ach, der andere. Guck mal.
Er weiß auch nicht, dass er Waffen hat, weißt du? Ja. Ich hab keine Bewaffnung. Oh, Alter. Hat er bestimmt von Krado gelernt, DDs dürfen nicht schießen, ne? Ja. Komm schon, du bist unsere letzte Hoffnung, Mikasa. Der Spruch ist aber auch geil. Mann, hätte ich mal mehr Secondary als 3 Kilometer. Wäre ja gut, dass er AP nimmt. Ja, ich weiß. Was ist CPS? Komm schon, Mikasa! Setz dein Motorboost ein! Welchen Motorboost? Wovon redest du? Der von die Enten kann mir so leicht entkommen! Fahr einfach ins Archive danach! Ja, klar. Ja, ich muss doch deine Secondary gleich schießen, oder? Die kommt nicht über den scheiß Berg. Ah. Doch, jetzt. Dann kannst du sie auch mit der Hauptbatterie treffen. Ja, bin ich doch bei die Türme drehen. Oh, hast du ja getroffen! Den Arsch! Oberfan. Komm her! Nein, Mikasa! Nein! Ah, was willst du denn machen? Aber wenn du solche Experten dabei hast und jetzt wette ich darauf, dass der auch noch 1000 Gefechte hat in seiner. Beim kleinen Mist-Didi da. Aber trotzdem, da bist du bei Kunden Nahkampf-Experte. Und ich bin trotzdem über dir, ja! Der hat 6666 Gefechte. Ich sag doch Krado-Fan, er hat das von Krado gelernt. Alter. Also bei mir werden die Klicks per Second im grünen Bereich. Okay, jetzt ist einmal Rotbereich gewesen. Angezeigt. Naja, wenn du siehst, dass der auch viele Premium spielt, dann... Gut, der hat eine 43er Winrate, aber trotzdem. Wenn ich auf Tier 2 so verkacke. Mhm. Ich muss sagen, die V175, das Modell ist echt hübsch gemacht. Das ist auch Patronenhülsen vorne. Gudi, für mich ist auch jetzt Schluss. Ja, für mich auch. Rechtzeitig raus. Deswegen kam ja eine T2-Runde am Ende. 16 Container, wo hab ich die denn alle her? Ich wünsche euch was. Jo, ja, jetzt merke ich, jetzt haut das Internet bei mir richtig rein. Da, man hört sich. Jo, schau. Ja, kein super Trainer. So, ich bin auf den Stream. Wir sehen uns das nächste Mal. Vielleicht bei Horizon Zero Dawn oder beim anderen Scheiß. Bis denne. Ciao.